Hey, ich bin Basti von Siegpunkt und heute wieder live auf Twitch, mein Gespielt im September. Ich habe gefühlt hunderte Spiele gespielt, aber ich glaube, ich habe nur 20 heute dabei. 20 Spiele, ich Wahnsinniger, die ich zum ersten Mal in diesem Monat gezockt habe. Da sind Neuheiten dabei, da sind Klassiker dabei, da sind unbekannte Hidden Gems dabei, wie es so schön heißt. Also eine ganz, ganz bunte Mischung. Und das Coole ist, wir sind nicht allein. Ich habe nämlich den ganzen Chat heute mitgebracht, weil leider hier der Talk ausgefallen ist. Also hier, hallo Chat. Die sind hier mit am Reinlurken, werden vielleicht noch ein bisschen mitkommentieren. Und wir schauen uns gemeinsam mal die Spiele an, die ich so gezockt habe. Und ich gebe euch wie immer mein kurzes Feedback. Top, Flop. Erwartet nicht zu krasse, oh danke, hier fliegen nochmal Bits rein, hallo YouTube, erwartet nicht zu krasse, tiefgründige, gefühlsschwangere Rezensionen. Ich kann immer nur sagen, war das jetzt geil am Tisch, war es nicht geil am Tisch, versuche euch zu sagen, warum ich es geil fand und vielleicht ist für euch dann der ein oder andere Kauftipp dabei und wenn nicht, haben wir einfach nur eine coole Zeit. So machen wir das und ich habe einfach mal mein durchaus Überraschungsspiel mitgebracht. Es ist nur leider überhaupt kein Geheimtipp. Ihr werdet es alle schon reichlich gehört haben. Ich habe Witchstone mitgebracht. Ha! Ein reiner Knizia. Ich freue mich auch, dass der Selçuk von Meeplepawn gerade im Chat ist. Dann kann er sich Witchstone endlich noch mal ein bisschen genauer angucken, weil er ist noch nicht so heiß auf diesen Knizia. Was ist das Besondere an Witchstone? Zum einen, um Himmels Willen, viel zu viel Material, dass man sich mal beschwert als Brettspieler. Ihr werdet gleich sehen, hey, diese Schachtel, die ist ja voll mit Zeugs. Also ein riesiger Spielplan. Dazu kriegt irgendwie jeder hier noch irgendwie so Sichtschirme. Dann kriegt jeder so einen Kessel. Dann diese ganzen Miepel und Karten und Zeugs. Also hier ist richtig was geboten. Und das Spielprinzip ist eigentlich mega easy. Man hat diese Doppelteils, da sind Aktionen drauf und die legt man hier in seinen Kessel. Und wenn man, dann hat man diese beiden Aktionen. Es gibt insgesamt 6 Aktionen. Und wenn man das quasi so hinpuzzelt, dass jetzt zum Beispiel hier dieser Rubin einen anderen Rubin berührt, habe ich die Aktion doppelt. Und so funktioniert quasi dieses ganze Spiel. Es geht also wirklich zu 100% darum, so Engines zu bilden. Und ich kann jetzt gar nicht das ganze Material zeigen, weil wie gesagt, der Spielplan ist riesig und ich will auch nicht alle Funktionen zeigen, um die es da geht. Es ist aber teilweise wirklich so, dass du dann über Minuten Kettenreaktionen rausschleuderst. Es klingt jetzt so nach Downtime Johnny und ich bin ja auch so ein Downtime Typ. Der Gag ist aber tatsächlich, am Anfang kriegt man meistens nur 1, 2, vielleicht mal 3 Ketten so hintereinander und dann ist schon wieder der nächste dran. Und man spielt nur 11 Runden. Das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis man mal so ein Engine aufgebaut hat und gegen Ende kann es mal sein, dass so eine krasse Kettenreaktion losgeht und dann ist auch wieder gut. Und ich finde das thematisch. Denn wir zaubern ja hier, da werden ja Tränke zusammengemischt, da werden ja Sachen gemacht und irgendwann geht so ein Kessel halt auch mal durch die Decke. Man muss hier wirklich sagen, das ist echt ein richtig gutes Spiel. Ich finde, es ist ein Familienspiel plus. Ich finde nicht, dass es ein Kennerspiel ist, ganz ehrlich, weil dafür ist es zu fluffig. Aber es hat diese Kettenreaktion, hat sowas total Geiles, weil eigentlich wäre das ein Spiel, wo du als Vielspieler sagst, oh, geh mir weg mit sowas, ja. Aber das Krasse ist, gegen Ende explodiert die halt alles und das ist so ein schönes Gefühl am Ende des Spiels, dass du sagst, boah, lass doch noch eine Runde zocken. Also das Ding hat echt eine Suchtgefahr. Ich finde Rainer Knizia ja klar, der steht für was, alles cool. Huch ist jetzt nicht unbedingt der Verlag, der solche Spiele bringt. Also das ist definitiv eine Überraschung und das ist so eins von den Spielen, die sind so, wenn ihr Tavernen im tiefen Tal ganz cool fandest oder Quacksalber von Quedlinburg und sowas, hey, dann auch mal Witchstone angucken. Ja, es fühlt sich schon ähnlich an. Ziemlich heißer Kandidat, würde ich auch sagen, für so ein Spiel des Jahres. Muss man natürlich noch erwarten. Kommen noch 11 Monate oder 10 Monate Spiele. Aber es ist eine richtig gute Geschichte. Ich bin das Spiel noch nicht müde, tatsächlich. Wir schauen mal kurz in den Chat. Was ist so hier am Chat los? Der Hype hat dich überrascht, genau. Der Kidstock ist da, grüß dich Kidstock. Null erwartet, aber auch sehr überrascht. Ja, muss man wirklich sagen. Der Hype schreckt ab, aber wie gesagt, ihr könnt mir vertrauen, wenn ich sage, das ist ein gutes Spiel. Euer Vorteil wird sein, dass dieses Spiel wahrscheinlich so gut gehypt ist, dass das echt günstig rausgeht. Also habt es einfach auf der Watchlist. Das wird auch nicht out of print gehen, das drucken die nach. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Heißt, sucht mal einen guten Preis und dann holt euch Witchstone. So einfach ist das. So, Witchstone, wirklich eine meiner
Empfehlungen hat mich wirklich selbst überrascht, muss ich wirklich sagen. Ach ja, ganz wichtig, wenn ich nichts dazu sage, sind die Spiele immer selbst gekauft. Ja, also keine Rezensionsexemplare, keine Meinungsmache, sondern ich. Ich finde Tavernen im tiefen Tal auch nicht so geil. Meine Kinder mögen es besser, Seabale. Das heißt, ich würde Witchstone lieber spielen als Tavernen im tiefen Tal. Ich finde Quacksalber, das habe ich vor ein paar Tagen erst wieder mal gezockt mit meinen Kids, noch besser. Also ich finde Quacksalber ist ein cooles Spiel. Ich werde das ist so schön, das sieht so kompliziert aus und es dauert immer ein bisschen zu erklären neuen Spielern, aber das spielt sich so einfach und du hast halt keine Downtime. Ich muss bei meinen Kindern immer nur aufpassen, dass sie mich nicht bescheißen, die Schweine, weil mein Großer hat auch schon wieder keine Knallerbse rausgezogen und schon wieder keine Knallerbse, weil er immer so in diesen Beutel greift. Ich finde Quacksalber das beste Spiel, wenn man die drei so sich nebeneinander setzt, dann würde ich Witchstone setzen und als letztes Tavernen im tiefen Tal und da auch ganz wichtig, die Erweiterung für Tavernen im tiefen Tal, die rausgekommen ist, ich verstehe sie noch nicht so ganz. Also ich habe sie, da waren im Grundspiel schon so viele Erweiterungen drin, wo ich die Hälfte nicht gespielt habe und die andere Hälfte war eigentlich nicht so geil, muss man fairerweise sagen. Das Grundspiel war irgendwie ganz cool, die Schnapserweiterung, so ein bisschen die Gaukler, da hört es schon auf. Und jetzt die Erweiterung, ich finde, das Spiel wird sperriger und sperriger und sperriger. Ja, da komme ich voll durcheinander. Ist auch die Gefahr bei Quacksalber von Quedlinburg. Also wenn man das mit beiden neuen Erweiterungen und dem ganzen Klimbim spielt, finde ich auch. Ja, du findest die gar nicht so sehr vergleichbar. Ja gut, das muss man halt sagen, beides Wolfgang Barsch und so weiter. Ich finde sie vergleichbar, nicht vom Mechanismus, sondern vom Gefühl. Weißt du, wenn ich das spiele, dann fühle ich irgendwie das Gleiche am Tisch mit den Leuten, mit denen ich da sitze. Und ich würde es auch mit derselben Runde an Leuten spielen. Deswegen finde ich das Spiel vergleichbar. Ich bin voll dabei, mechanisch völlig andere Spiele. So, wenn wir jetzt immer so lange über die Spiele reden, dann sitzen wir morgen noch da. Ich mache mal einfach so die Sachen weg. Jetzt muss ich aber fairerweise natürlich noch sagen, weil es gehört ja dazu bei meinen Formaten, natürlich war Witchstone bei mir top. Da ist er, der Einblender. Ich liebe ihn. So, und da kommen wir doch direkt zum nächsten Video. Und zwar zum nächsten Spiel. Und zwar Micro Macro Full House. Also Crime City Full House. Der Nachfolger ist natürlich gekommen. Ich mache mir da schon mal keinen Hehl draus, dass ich das erste Spiel sensationell fand. Meine Kinder auch es super cool gefunden haben. Und man muss jetzt fairerweise sagen, wenn ihr Micro Macro euch holen wollt. Oh, danke dir, Ingmar. Zum zweiten Monat schon dabei. Danke dir fürs Abo. Sehr lieb von dir. Klar, es ist kein Brettspiel. Ja, es ist so, es ist ein Kinderspiel. Ja, man kann es nicht mit vier Personen spielen, obwohl da vier Personen schon wieder draufsteht, weil hier steht wieder vier Personen drauf. Beim anderen haben sie drei Personen gesagt auf der Seite vom Spiel des Jahres, damit es auch ein Spiel des Jahres wird. Reden wir alle nicht drüber. Ich finde die Mechanik weiterhin geil. Wichtig ist, ihr kriegt hier einfach nur more of the same. Also hier ist jetzt wenig bis nichts dabei, was euch krass überraschen wird. Es ist einfach das Gleiche nochmal. Das kann man jetzt einfach gut finden oder schlecht finden. Meine Kinder fanden es mega, haben es wie immer gesuchtet. Ich bleibe weiterhin bei den Schwächen. Ich sage nur die Schwächen, weil ansonsten ist ein Top-Spiel. Schwäche Nummer 1. Wenn das der gefaltete Spielplan ist, warum braucht ihr die Hälfte von dem Karton? Warum ist der Karton so groß? Sind wir wieder beim Karton-Thema. Ich werde euch jetzt nicht spoilern. Punkt 2. Wenn das für vier Spieler ist, warum ist da eine fucking Billiglupe dabei? Meine Kinder streiten sich um die scheiß Lupe. Ja, klar, nehme ich eine geilere Lupe als das, aber kann doch nicht so schwer sein, da vier von denen beizulegen, wenn man da zu viert rumsuchen soll. Und jetzt mein schlimmstes Ding, man soll ja auf diesem Stadtplan die Spots sich so ein bisschen markieren. Mit welchem Material, was hier nochmal dabei ist? Ist gar nicht dabei. Hätte man doch vielleicht so ein paar billige Papp- oder Plastikchips noch reinschmeißen können. Hab mal alles weggelassen. Braucht's natürlich nicht. Aber wenn ich das mit in den Urlaub nehme, dann ist die Schachtel zu groß, die Chips fehlen und meine Kinder streiten sich um die eine Lupe. Da wäre mehr drin gewesen. Und trotzdem ist es ein geiles Spiel und trotzdem ist es Spiel des Jahres. Und die Mechanik, dass du quasi die Vergangenheit und die Zukunft auf dem Plan siehst und dich so quasi
allein nur durch das Betrachten eines Wimmelbilds Kriminalfälle löst, ist sensationell. Und hier natürlich das, was auch in der Neuauflage vom Grundspiel schon gelöst ist. Die Fälle haben so Markierungen. Jetzt weiß man, was ist kinderfreundlich, was ist eher für Erwachsene. Ich will mal nicht zu viel spoilern vom ersten Teil, aber da gab es so eine Szene, was der Pfarrer da gemacht hat, ist in Bayern durchaus Schlagzeile würdig auf der ersten Seite dann. So, aber auch gang und gäbe bei uns im erzkatholischen Bayern. Also es war schon irgendwie ein bisschen, und meine Kinder haben ein, zwei Sachen tatsächlich hinterfragt, aber mein Gott, lieber Johannes, sich hast du ein bisschen halt einfach die Erziehung meiner Kinder ein bisschen mitgenommen. Jetzt wissen die auf jeden Fall, was Fetische sind, die wissen, was Spanner sind, die wissen, was Ehebetrug ist. Also die haben jetzt einiges gelernt dank Micro Macro Crime City. Also ein wunderbar familienfreundliches Spiel. Und schau mal, wie ihr das so findet. Regelmäßig haben wir auch, macht Laune, Wimmelbild, macht nichts. Seichte Spiele, ja, es ist was Seichtes. Ja, auch hier Spritzi nicht gespielt. Der Vorteil ist natürlich hier, auch das gibt es immer wieder, wird immer nachgelegt und wird es immer günstig geben, weil wenn du es durchgespielt hast, das ist der Nachteil von dem Spiel, es hat wenig Wiederspielwert. Weil du kennst ja dann die Fälle schon. Du kannst es halt noch bunt ausmalen, an die Wand hängen. Aber wenn du cool bist, schenkst du es einfach den Nachbarskindern. Und dann spielen die damit. Also das ist so, das muss man aber auch sagen, das gefällt mir hier, weil sie hätten so Exit-Games-mäßig machen können, dass man das Spiel dabei kaputt macht, damit man sie ja nicht weiter verschenkt. Die wissen schon, dass dieses Spiel halt viel weiter verschenkt wird. Aber so what? Also die Umwelt freut es doch auch, wenn wir Spiele so ein bisschen recyceln. Das Spiel ist gut. Und für Kinder finde ich es auch gut. Ich spiele es vor allem so, meine Kinder sitzen zu zweit da und lösen den Fall und ich habe die Fallkarten und helfe ihnen so ein kleines bisschen. Das heißt, ich spiele da gar nicht so sehr mit. Ich mache so ein bisschen den Game Master. Das funktioniert toll am Tisch. Kann man so einen ganzen Sonntagnachmittag easy peasy zumachen. Während die da suchen, kann ich auf dem Handy meine Instagram-Story machen. So ein Spiel ist das. Und klar, Micro Macro Crime City war bei mir im September top. Ich mache noch so ein paar Easy-Cheesy-Games, oder? Wir machen jetzt nur so Easy-Cheesy-Games. Und dann machen wir mal, dann haue ich mal auch so die raus, die ihr mal wirklich sehen wollt. Ich bin mal nicht so. Weil das nächste Ding, was wir jetzt hier haben, habt ihr sicher auch schon gesehen, ist So Clever, nennt sich das, dieses Spiel. Ganz ehrlich, ich habe mir von dem Spiel nichts erwartet. Ich habe die Instagram-Stories gesehen von denen, die geschenkten Exemplare hatten. Da haben wir gedacht, Leute, meine Herren, was ihr für Spiele gut findet. Aber trotzdem mal ausgecheckt. Ja? Wie funktioniert das Ganze? Ist eigentlich mega, mega easy. Jeder hat so ein Plastikteil. Da kommen solche Lochkarten drauf, 4 an der Zahl. Ja? Und dadurch ergeben sich hier immer doppelte Wörter an so Kanten. Also als Beispiel, hier oben hat man jetzt Stall und Virus als Wort. Und jetzt nehme ich mir einen von diesen Filzern und schreibe da oben was hin. Würde ich zum Beispiel BSE schreiben, Stall und Virus, ja. Und dann hast du hier drüben Geld und Eimer, da schreibe ich vielleicht Kobold, ja. Dann habe ich Revolution und Sport, keine Ahnung, FC Bayern. Und hier Honig und Post mache ich, keine Ahnung, Bienenbriefträger. So, und das steht dann da und dann kommen diese Zettelchen wieder weg. Es kommt mindestens mal ein weiterer dieser Zettel dazu. Je nach Schwierigkeitsgrad. Und dann müssen die anderen Spieler halt hier das so reinpuzzeln. Das kann man um Punkte spielen, das kann man bla spielen. Ich zeige euch hier die Punkteliste. Wir haben noch nie was eingetragen. Ich habe das Spiel sicher 20, 30 Mal gezockt. Meine Kinder tatsächlich lieben das. Und das finde ich halt faszinierend. Wenn ich meine Kinder dazu bekomme, dass sie Wörter schreiben, ihre Fantasie benutzen, da rumpuzzeln und vor allem teilweise gar nicht so schlechte Wortkombinationen und Hinweise kreieren, dann gefällt mir so ein Spiel wie So Clever, muss ich tatsächlich sagen. Ich könnte mir niemals vorstellen, nie, mit irgendwem hier als aus der Runde, die hier gerade zugucken, dieses Spiel wirklich zu spielen, weil ich lache jetzt da nicht am Tisch und fühle mich mega unterhalten. Ich freue mich tatsächlich am meisten bei dem Spiel, dass es bei meinen Kindern direkt angekommen ist. Ich weiß auch hier wieder nicht, was es ist. Vielleicht ist es, dass man mit dem Stift auf Plastik malen darf, weil es so verboten klingt. Mein Sohn geht mega drauf steil. Mega. Das letzte Mal, wo ich ihn so hab spielen sehen, war tatsächlich, Rita Model, Gruß an dich, war bei King of 12, wo er so abgegangen ist, wo ich mir sage, mein Gott, wieso gehst du bei King of 12 so ab? Ja, gibt doch noch andere Spiele, aber er ist da voll abgegangen. So Clever, tatsächlich
ein ganz, ganz, ganz einfaches, nettes, kleines Wortpartyspiel mit einem ganz netten Material. Auch hier, das geht so günstig bei Thalia irgendwann. Also habt ihr alle Zeit der Welt drauf. Brauchst du als echter Brettspieler wahrscheinlich nicht im Regal als obligatorischer Absacker oder Spiel vorneweg. Mein Gott, wie viele Absacker habt ihr so in eurer Schublade? Ich habe auch irgendwie 50 Sachen, die man auch hinten raus spielen kann. So Clever ist bei mir wahrscheinlich ein Kandidat, der irgendwann in einem halben Jahr, wenn meine Kinder keinen Bock mehr drauf haben, auszieht. Aktuell muss ich tatsächlich fairerweise sagen, das Ding war bei uns im September top. Ja, und jetzt interessiert mich natürlich, was ihr so zu So Clever sagt. Oh ja, ja, für die Arbeit. Ein schönes Familienspiel mit den Kids tatsächlich. Also die müssen natürlich schreiben, lesen können. Und es ist teilweise echt nicht einfach, da Wörter zu finden. Also klar, Erwachsene tun sich da viel leichter. Bei mir hat es, wie gesagt, bei meinen Kids super funktioniert. Die sind echt komisch. Also die sind wirklich komisch. Weil es gibt Spiele, wo ich sage, boah, geil, Marvel, boah, Star Wars, Hobbit, was weiß ich was. Und dann gähnen die so. Und dann kommst du mit so einer Gurke an. Und dann ist der Tag gerettet. Da werde ich morgens um 7 sonntags aus dem Bett geworfen. Spiel mal eine Runde So Clever. Und sagst, boah, ja, natürlich spielen wir die. Ich freue mich immer, wenn meine Kinder nicht am iPad sitzen. Also von daher völlig absurd. Nehmt es nicht unbedingt als Kaufempfehlung. Jetzt machen wir mal was nicht familienspielmäßiges. Jetzt machen wir mal was von diesen sogenannten Neuheiten, die jetzt so auf der Spiel in Essen drankommen. Ein Spiel, was gerade sehr gerne fotografiert wird und wo ich vom Namen erstmal total angezogen war, weil ich dachte, geil, endlich wieder ein Spiel zum Saufen. Und dann ist es Brew. Und da wird überhaupt nichts gebraut, im herkömmlichen Sinne. Ich dachte, das ist so ein geiles Trinkspiel von Pandasaurus, ist es aber nicht. Brew. Schauen wir uns die Abenteuer der Rückseite an. Aha. Ja. Also mich hat das Artwork nicht so 100% angesprochen, muss ich fairerweise sagen. Mir ist es so ein bisschen zu irgendwie. Ich kann es sehr schwer beschreiben. Das Spiel selber ist aber gar nicht so schlecht. Wir haben einen relativ kleinen Spielplan. Seht ihr hier? Das ist Worker Placement. Und dann gibt es Karten. Die kosten natürlich entsprechende Rohstoffe. Dann gibt es hier die Helden und so weiter. Und dann gibt es hier solche, wie soll man sagen, Ortskarten, nenne ich es mal, in unterschiedlichen Jahreszeiten. Hier ist zum Beispiel Schnee, da ist so bla. So, und man sieht schon, hier sind Würfeleinsatzplätze. Und das ist eigentlich auch das, worum es in dem Spiel geht. Das heißt, man hat wirklich diese sensationellen Custom Dice hier. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern hier geht es richtig ab. Das sind die Spieler haben. Und dann gibt es noch hier so zusätzliche Elementarwürfel und es geht quasi darum, die zu würfeln, dort draufzusetzen und dann kriegt man zum Beispiel hier Rohstoffe oder kann am Ende sogar so eine Karte bekommen und sammelt auf die Weise so seine Rohstoffe und Siegpunkte und braut da Tränke zusammen. So, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe das Spiel, glaube ich, jetzt vor 4 Wochen gespielt. Ich kann mich schon fast nicht mehr an die Regeln erinnern. Ich müsste mich schon wieder in die Regeln reindingseln, weil seit 4 Wochen habe ich es nicht gezockt. Mich hat so ein bisschen an Meadow erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Meadow, das Everdell für Arme. Das Thema kommt ja gar nicht durch. Also ich habe weiterhin nicht verstanden, was machen diese Wolperdinger-Viecher? Was brauche ich eigentlich da? Warum will ich die Länder rein? Also ich verstehe das Thema nicht. Auch hier, Grüße an den Digger, auch dieses Spiel hätte Fliesenlegen in Erkelenz sein können. Ja, und da würfel ich und leg's drauf. Also sprich, es ist total geil, was für ein cooles Artwork sie haben. Es ist aber vollkommen egal. Also das ist wieder so ein Spiel, da werden in Essen alle dastehen und sagen, boah, sieht das geil aus, boah, boah, boah. Und dann wirst du es zu Hause einmal zocken und dann wirst du feststellen, dass das Spiel gar nicht so viel Laune macht. Also mich hat es tatsächlich überhaupt nicht abgeholt. Es zog sich. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, weil ich irgendwie auch schon nach der Hälfte von dem Spiel so ein bisschen meine Lust verloren hatte und mir gedacht habe, scheiße, das spiele ich halt jetzt fertig, damit es auf dem Instagram-Foto auch gut ausschaut, dieses Brew.
Ich mag die Würfel, muss ich fairerweise sagen. Und ich bin ja auch so ein Worker-Placement-Würfel-Einsatzspiel. Das mag ich schon. Ja, das ist ja cool, dass man die da draufsetzt. Man dreht auch, glaube ich, den Spielplan dann immer um. Es gibt halt Tages-Nachtphase und so weiter. Das ist schon ganz cool. Ich habe das mit den Rohstoffen, wie gesagt, nicht verstanden. Ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, worum es in dem Spiel geht. Und habe da gar nicht reingefunden. Also so gar nicht meinen Bezug gefunden. Das letzte Mal, wo mir das passiert ist, war bei Glow oder Lure. Auch das Spiel ist ja jetzt gerade für Essen, ja, danke fürs Follow, groß angesagt. Und auch da kann ich sagen, schaut euch Glow ganz, ganz, ganz genau an. Ich habe es mit Flo von den Brettspielsuchtis gezockt. Artwork, Hammer, Spiel spielt sich genauso wie Brew. Komisch, spielt sich irgendwie nicht geil. Also da ganz vorsichtig sein, Leute. Das ist was, wo ich sage, vorsichtig beim Hype Train, wenn der kommt hier gerade und wenn ihr in Essen dasteht, das mal in Ruhe angucken, anspielen, rausfinden, ob es wirklich gut ist, weil mich hat es einfach nicht überzeugt und es sieht einfach nur cool aus und hat geile Würfel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wird bei mir rausfliegen, wenn ich den Platz brauche, sage ich ganz ehrlich, weil ich spiele es vielleicht noch mal ein, zwei Mal, wenn hier Leute kommen, die, ich treffe mich jetzt gerade mal wieder mit ein paar Kollegen von anderen Kanälen, die haben vielleicht Brew noch nicht gezockt, die haben vielleicht Bock, mal zu noch mal zu spielen. Dafür taugt's, ja, mitspielen tue ich das schon noch mal. Aber dann war es das auch, muss ich tatsächlich sagen. Also, Brew war tatsächlich ein unglaublicher Flop. Wem es übrigens nicht aufgefallen ist, ich habe da immer noch so einen krassen Bart, weil ich nehme die nicht nochmal auf, alle hier. So. Interessiert dich gar nicht. So, Ghibli kitzelt so gar nichts bei mir, ja. Ja, ja. Ja, es sieht echt gut aus. Also ich glaube mal, wenn ihr Sammler seid und euch so an Artwork ergötzen könnt, das ist schon, also das Material ist, die Custom Dice sind mit die besten wahrscheinlich, die ihr kriegen könnt. Also wirklich, wirklich, wirklich. Glow, wie gesagt, auch, da können wir vielleicht danach drauf gucken, das habe ich ja schon vor Monaten jetzt gespielt. Auch da ganz genau hingucken, Artwork schön, Spiel so mies, so unglaublich mies. Und Gott sei Dank sage ich es nicht selber, sondern die Brettspielsucht, die ist auch. Puh, ich habe heute erst eine Instagram-Story wieder bei einem bekannten Influencer gesehen, der schreibt, oh, so schönes Spiel und so toll. Ich denke, boah, also nee. Das kann mir keiner erzählen. Also wie gesagt, wer dieses Spiel gut findet, lädt mich bitte zu einem Spieleabend ein und zeigt mir, wie ich es falsch gespielt habe, weil es kann nicht sein, dass die Meinung da so auseinandergehen kann. Das Spiel ist wirklich nicht gut. Punkt. Trust me. Und ich habe mir extra, hier oben sieht man es, ich habe mir extra Loeur geholt. Ich wollte es extra auf Französisch, weil ich den Namen cooler finde als dieses Glow. Mir ist doch scheißegal, sprachneutral, ist doch scheißegal, ob das Deutsch ist oder nicht. So, genau, Ankh, genau das Gleiche. So, ja, du willst dieses Godzilla-Spiel, habe ich schon gesehen. Ich mach mal noch ein Spiel mit Custom Dice und wir hangeln uns langsam durch zu dem Godzilla-Spiel. Das brauche ich noch ein bisschen. Und zwar Custom Dice, hier, Empfehlung vom Boardgame Digger. Die of the Dead. Boah, da geht natürlich die Artwork-Schlacht weiter. Diesmal keine vier Buchstaben, außer bei Dead. Das spricht mich natürlich total an, thematisch auch. Jetzt schauen wir uns die Rückseite an. Ja, man sieht hier diese Treppe mit diesen Särgen. Und wenn wir uns das Material mal angucken, ist auch unglaublich schwer in Deutschland zu kriegen, können wir gleich auch noch drüber reden. Englische Regeln, ja, aber wenn man sich die anguckt, schaut mal, wie groß das geschrieben ist. Das ist überschaubar. Also keine Sorge hier vor Englisch, da ist ein bisschen Text hier auf diesen Aktionsfeldern drauf, da ist aber gleichzeitig noch eine Ikonografie dabei, glaubt mir, das können auch Kinder spielen. Also das Spiel ist sprachneutraler, also sprachneutral genug. Es gibt hier diese Felder, dann gibt es quasi, hat jeder Spieler vor sich so eine Auslage, wo er drei Würfel präparieren kann quasi. Dann gibt es diese Würfeltreppe. Die steht hier quasi, ich mache das mal so, man sieht das dann hier, da stellt man quasi einzelne Würfel drauf und triggert dadurch auch die Funktion von dem Feld. Und Sieger ist, wer als erstes seinen Würfel oben hinstellt, das heißt, wenn du unten einen Würfel stellst, kannst du auf die nächste Ebene und immer so weiter. Die müssen auch nicht in einer Linie stehen, sondern einfach nur eine Stufe hoch. Und dann hast du diese Särge und in den Särgen hast du Würfel. Jeder Spieler hat für seine Farbe Würfel. Plus solche Spezialwürfel, wo noch dieser Totenkopf drauf ist. Also das heißt, die meisten Würfel sind gar nicht Custom Dice, sondern Standardwürfel. Und dann gibt es dazwischen so ein paar Custom Dice.
Und wie ist die Idee? Die Idee ist, dass diese vier Särge in einer Reihe liegen und nur von einem ist der Deckel auf. Das heißt, nur in einen kannst du damit auch Würfel einlegen. Und du hast quasi unterschiedliche Aktionen. Du kannst überlegen, ob du Würfel präparierst. Das heißt, du nimmst Würfel aus der Auslage und legst die hier hin. Du kannst überlegen, ob du die von hier in den Sarg hineinpackst. Und das machst du quasi auf vier verschiedenen Feldern, die quasi immer unter diesen Särgen stehen. Das heißt, du entscheidest dich für eine von vier Aktionen, die aber auch immer einem Sarg zugeordnet sind. Und wenn du die Aktion machst, zum Beispiel zu sagen, ich lege jetzt hier Würfel rein, dann kann dir passieren, dass es heißt, und jetzt musst du den Deckel drauf machen und man schiebt die Särge eine Etage weiter. Und dadurch wird so ein Memory-Spiel raus, weil man gar nicht mehr weiß, wie viel Würfel hatte ich eigentlich in welchem Sarg. Zusätzlich wird der Sarg auch immer geschüttelt, zum Beispiel an einem Feld, und dann wird er aufgemacht und reingeguckt, was ist denn für ein Würfelergebnis drin. Und wenn du irgendwo Pesche würfelst, dann fliegen die Würfel raus. Das heißt, auf dem Weg vom linken Sarg bis ganz rüber zum rechten, der dann der letzte ist, mit dem man dann quasi aufsteigen kann auf die Treppe, kann noch viel mit den Würfeln passieren. Und natürlich, wenn du ganz rechts bist, kann ein anderer Spieler sagen, komm, och, dann bewegen wir nochmal die Särge ein Feld. Und dann rutschst du quasi von rechts wieder vorne an den Anfang. Das ist ganz cool tatsächlich. Also ich meine, es ist anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe, weil man schon aufpassen muss, was in diesen Särgen drin ist. Man kann das zu zweit auch spielen, wobei da so ein Halbautoma mitspielt. Also das ist schon was du eher in einer großen Gruppe und Runde spielen willst. Also ich sag mal drei, eher vier Leute so, würde ich mal behaupten. Ich glaube, man kann es sogar zu fünft spielen. Ich glaube, man kann es zu fünft spielen. Ja, zu fünft kann man es spielen. Was ich ein bisschen schade finde, und das ist die Downside an dem Spiel, das hat schon Laune gemacht, es dauert ein bisschen, es ist ein bisschen zu lang, weil es eigentlich ein relativ fluffiges, einfaches Spiel ist, wo man sagt, komm, das kann man mal vorneweg spielen. Es ist ein bisschen zu lang, auch mit der Spielzeit 45 Minuten angegeben, das muss in einer halben Stunde gehen, aber mit fünf Leuten oder vier Leuten ist da auch Downtime am Start. Und jetzt kommt eigentlich meine Hauptkritik. Es gibt halt diese vier Aktionsfelder und die sind halt jede Runde gleich. Also glaub nicht, dass da irgendwie eine Varianz drin wäre, dass da jedes Mal, wenn du spielst, neue Karten dazu kämen. Es sind immer die gleichen Aktionen mit ganz wenig Varianz. Ein klein bisschen ist drin. Das heißt, es schreit entweder nach einer unglaublichen Erweiterung, damit dieses Spiel auch einen Wiederspielwert bekommt, oder es wird wahrscheinlich auch bei dir im Regal versauern, wie bei mir auch, denn das ist schon wieder das Problem von dem Spiel. Ich finde alles geil dran, aber es ist ein Spiel für Leute, die das ein, zwei Mal zocken. Das ist ein Spiel für Leute, die, wenn sie Gäste haben, so wie ich, da mal einmal die, guck mal, ich habe hier was total Geiles, ganz schwer in Deutschland zu kriegen, guck mal, Die of the Dead, mega Spiel. Dann zocken wir das einmal, alle sagen, es ist gut und dann hoffentlich wollen sie es nie wieder spielen, weil wenn sie es ein zweites Mal spielen, werden sie feststellen, dass es ihnen doch zu langweilig wird auf Dauer. Das heißt, leider ein bisschen schade, da wäre noch ein bisschen Luft gewesen. Wie gesagt, da ein paar mehr Aktionskarten, Ortskarten, Effekte, bisschen Varianz noch reinbringen und das Spiel wäre wirklich Bombe gewesen. Das Konzept ist geil, diesen Würfeln, das Konzept ist geil mit den Särgen, die durchrutschen, das Konzept ist geil, dass man die Särge dazwischen schüttelt und so weiter und Mehrheiten bildet in Särgen und nochmal Würfel rausnimmt aus dem Sarg oder Würfel vom Gegner reinschiebt und so weiter. Das ist cool. Aber es ist halt leider jede Runde gleich. Und es tut mir an der Stelle wirklich leid für Die of the Dead, aber ihr merkt es schon, bei aller geilen Grafik und durchaus ein bisschen innovativen Spielprinzip, man kann es nur einmal spielen. Also ich. Und damit war es bei mir im September tatsächlich. Flop. Tja, soll vorkommen. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, ihr seid noch bei Ankh, genau. Ist es mir nicht leicht genug? Meinst du jetzt mich? Nee. Ja, okay, meinst du nicht. Die of the Dead sieht echt cool aus. Ja, also, wenn ihr das besorgen wollt, kleiner Tipp, das gibt's ja auf eBay gibt es das für 40 Pfund aus England. Der Typ, der das da verkauft, ist der Designer von dem Spiel, tatsächlich. Also wirklich, das heißt, ihr könnt es dort holen. Ich habe, glaube ich, 30 Pfund bezahlt mit Versand oder so. Ja, er muss es halt irgendwie über eBay verkaufen, weil eBay macht das ganze Textding für ihn. Ja, das heißt, du musst dich dann auch nichts kümmern. Also sprich, da gibt es so ein, ich kaufe selten bei eBay in England, aber das geht wohl inklusive Textes dann raus und so. Das heißt, das kommt hier an und es ist alles sauber. So, deswegen ist es natürlich teuer.
Ja, ich will meins noch nicht verkaufen, muss ich fairerweise sagen. Ich sage ganz offen, weil es wird noch der eine oder andere Gast bei mir kommen, den ich dann mit Die of the Dead mal kurz überzeuge und sage, oh, guck mal, was für ein tolles Spiel. Ich werde aber dazu, wie gesagt, es ist ein Zaubertrickspiel. Das spielst du einmal, dann spielst du es nie wieder. Schade, wenn du wenig Budget hast, holst du dir nicht. Ich habe durchaus Lust, es in meinem Regal noch ein bisschen zu behalten, weil mir das Artwork gefällt und so. Und ich glaube, wenn meine Kinder ein kleines bisschen größer sind, können sie es mitspielen mal. Für die ist das vielleicht ganz gut. Ja, das ist Die of the Dead leider. Tut mir manchmal leid, oder? Ihr kennt es vielleicht auch so für Spiele, wo du sagst, boah, ich mag alles dran. Ich mag die Würfel, das Artwork, das Spielprinzip. Ich mag, dass es funktioniert und dann funktioniert es nicht. So ging es mir tatsächlich bei Lueur da oben. Wirklich. Der Flo von den Suchtis nicht. Wir saßen da und haben fünfmal die Anleitung durchgeblättert und haben fünfmal überlegt, aber wir können doch nicht zu dumm sein für das Spiel. Wir haben wirklich mehrfach einfach überlegt, und es hat halt einfach nicht funktioniert. So. Und so ist es dort auch. Es ist zum ersten Mal spielen richtig geil und es spielt sich viel zu schnell ab, leider. Leider spielt es sich extrem schnell ab. Das muss einem halt bewusst sein. Wer mehr spielen will, braucht ein anderes Game. So. Vielleicht mal ein ganz anderes Game für euch. Mal was ganz Kleines. Strollopolis kam bei mir auf den Tisch. Ein reines Ein-Personen-Spiel, diese Buttonschall-Serie, rausgekommen bei Frosted. Wir reden ja immer über Verpackungen. Ich meine, Leute, ich will mich nicht beschweren, dass da noch ein Inlay drin ist. Aber das Spiel, es ist das Grundspiel, das ist schon mit Erweiterung, ich tue mal die Erweiterungen weg. Das Grundspiel besteht aus 18 Karten. Das ist so geil. Und ich habe dieses Spiel vielleicht schon 20 Mal gezockt. Das muss man sich mal überlegen. Ich finde das total geil. Ich hätte die Schachtel gerne irgendwie so richtig kompakt gehabt. Ich finde, wenn das das Spiel ist, das kriege ich ja in meine Brieftasche rein. Gut, ich muss halt die 500-Euro-Scheine alle raustun. Aber dann passt das hier in meine Brieftasche rein. Das als Brieftaschen-Game, mega. Sie haben es so ein bisschen künstlich groß gemacht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist trotzdem gut. Wie funktioniert das Spiel? Was ist das für ein Spiel? Wie kann man mit 18 Karten ein cooles Expertenspiel fast schon draus machen? Und das ist total einfach. Du drehst quasi drei Karten um. Drei Karten geben quasi jetzt die Aufgabe. Und die Aufgabe ist relativ einfach. Das hier oben ist, sind quasi Punkte. Die muss man zusammen addieren, das heißt, es sind jetzt 33 Punkte. Das heißt, man muss jetzt mindestens 33 Punkte schaffen mit den drei Aufträgen zusammen, sonst hat man das Spiel verloren. Und wie macht man Punkte? Hier kriegst du also für jede Parkzone, die keine offene Karte hat, einen Siegpunkt. Aber wenn die offen ist, sieht man hier, gibt es halt zwei Minuspunkte und so weiter. So funktioniert das Spiel. Das heißt, die bleiben liegen. Es bleiben noch 15 Karten und die darf man jetzt entweder so oder so auslegen. Also nicht um 90 Grad drehbar, sondern nur um 180 Grad und dann puzzelst du die nächste Karte an. Und was halt erlaubt ist, du darfst überbauen. Heißt, ich darf das jetzt so legen. Und dann nehme ich halt die nächste Karte. Straßen können auch ins Leere laufen. Bau die zum Beispiel so hin. Und versuche jetzt zum Beispiel diese grünen Karten so zu umbauen, wie hier steht. Aber hier steht ja gleichzeitig, scheiße, ich muss ja noch eine Autobahn auch noch bauen. Und hier muss ich noch eine Autobahnschleife bauen. Das heißt, du hast drei Aufträge und versuchst jetzt in deiner Stadtplanung das zu berücksichtigen. Und das spielst du in 10 Minuten und dann ist es hier fertig und dann zählst du deine Punkte. Ich habe oft in Livestreams, Grüße auch hier an Meeple-Porn, während ich Meeple-Porn gucke, zocke ich das manchmal so ein bisschen, weil das ist, das geht gut zusammen, weißt du? Du hast dein Handy laufen oder deinen Laptop und tust nebenher ein bisschen diese Karten auslegen. Das ist natürlich ein Ein-Personen-Spiel. Das ist jetzt natürlich nichts für den ganzen Abend. Aber ich find's spannend, tatsächlich mit so wenig Karten und diesen Aufträgen da hinten, natürlich der Stochastiker sagt, da gibt es ja Milliarden von Möglichkeiten jetzt, wie man das kombinieren kann. Ich finde es total geil, damit ein hochwertiges Spiel hinzukriegen und ein Spielerlebnis hinzukriegen. Fairerweise muss man sagen, da ist noch so eine Sonderregel dabei, dann kann man es zu zweit oder zu viert zocken, Finger weg. Ja, das ist ein Solospiel, es steht eine Person drauf, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit mehr Leuten zu spielen. Das ist wirklich absolut alleine ein bisschen rumzocken. Ich finde es so geil, inklusive Erweiterung. Ich meine, da ist halt dann eine Karte hier mehr dabei für die eine Erweiterung und eine Karte da mehr. Ich finde es eine charmante Abwechslung zu diesen ganzen Roll and Rides, die so rumgurken.
ich irgendwie langsam satt habe. Es gibt einfach zu viele und ich habe auch zu viele davon. So viele brauchst du auch nicht. Das ist nochmal ein bisschen anders. Erinnert auch so ein bisschen an Palm Island. Ja, kennt ihr vielleicht auch noch das mit den Karten, die man immer so auf der Hand hält und dann outjuckt und so weiter. Also auch hier ein ganz einfacher Mechanismus, ganz einfache Spielidee. Das Artwork hätte ein bisschen geiler sein können, ist aber gerade, also die Karten sind geil, ja. Das ist richtig gute Kartenqualität, die musst du auch nicht sleeven. Ja, die sind so richtig schön Leinen-Finish und stabil. Ja, die kannst du wahrscheinlich mit in die Badewanne schmeißen. Also ein relativ geiles Spiel, dieses Strollopolis. Und auch hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe gar nicht so viel davon erwartet, aber im September war das Ding top. So, und schauen wir mal wieder, was der Chat davon so hält. Hässlich. so, schade fürs Game, aber nice, dass du nicht einfach alles schön redest. Also, sind wir noch beim anderen Spiel. Ja, Strollopolis, mega cooles Spiel. Flo macht die Spiele mies. Weiß ich nicht. Ich habe mit Flo einen echt schönen Spieleabend gehabt hier von den Brettspielsuchtis. Nein, da ist Panic ohne die Panic. Ja, kann man auch sagen. Schauen wir mal, was haben wir noch? Vielleicht mal ein Zwei-Personen-Spiel. Das geht auch ganz schnell. Weil jetzt werdet ihr gleich sagen, ja, warte mal, mach mal ein schnelles, mach mal ein wirklich schnelles. Weil jetzt werdet ihr gleich sagen, das ist nicht dein Ernst, dass du das zum ersten Mal im September gespielt hast, aber ich sag gleich was dazu. Seven Wonders Duel, jetzt muss man sagen, nein. Ich habe natürlich Seven Wonders Duel rauf und runter schon gespielt in meinem Leben. Aber ich habe eigentlich nie mit Erweiterungen gespielt, weil das Grundspiel fand ich eigentlich immer ganz geil. Und wir haben halt zum ersten Mal die Pantheon-Erweiterung jetzt mal mit reingenommen. Und in dem Zuge habe ich sowieso einfach mal die anderen Erweiterungen auch mit rein. Das heißt, der Spielkarton, der explodiert jetzt, weil der ist natürlich mit Inlay voll etc. Und ich muss wirklich sagen, Seven Wonders Duel ist wirklich wahrscheinlich mein liebstes Zwei-Personen-Spiel. Grüße schon mal an den Montag, da werden wir sicher über Seven Wonders Duel reden. Und diese Pantheon-Erweiterung, die ist ganz cool, da kommt hier oben das hier quasi an den Spielplan ran. Und da legt man Götter aus und die sind bei dem einen Spieler, der in die Richtung sitzt, günstiger und in die Richtung dann teurer und umgedreht. Das heißt, du kannst halt überlegen, wo du sie hinlegst. Wenn du sie lieber kaufen willst, günstig und so weiter. Und diese Götter bringen halt nochmal extra Fähigkeiten. Zum Beispiel kannst du dir ein Weltwunder von dem anderen snacken und solche Geschichten. Das ist eigentlich auch schon alles an der Erweiterung. Und ich muss sagen, ich habe gestern, glaube ich, mit Selçuk irgendwann mal Afterstream, ich glaube, gestern muss gewesen sein, über das Thema Sinnhaftigkeit von Erweiterungen auch nochmal so ein bisschen rumphilosophiert. Und ich mag Seven Wonders tatsächlich für diese Erweiterung, weil sie macht das Spiel nicht unnötig länger, unnötig komplizierter, bringt trotzdem so einen kleinen Kniff rein und macht auch nicht einfach nur more of the same. Bei Seven Wonders gibt es ganz viel more of the same. Hier noch ein Weltwunder und dann guckst du dir an und sagst, oh, braucht es einer das Weltwunder? So, braucht einer Louis Armstrong mit der Trompete als Sonderkarte und so. Also da gibt es einigen Mist auch in der Seven Wonders Reihe. Aber die Pantheon-Geschichte ist echt geil, fand ich, macht Duel nicht länger, nicht komplizierter, bringt einfach noch mal ein kleines bisschen Abwechslung rein, mit ganz wenig Karten, mit wenig neuen Regeln. Und tatsächlich eine super Empfehlung, wenn man Seven Wonders Duel schon rauf und runter gezockt hat, so wie ich. Ich glaube mit Sicherheit, also dreistellige Partieanzahl, definitiv. Gerade auch mein Sohnemann zockt das total gern mit mir, weil es so schnell geht. Und ich mag auch Seven Wonders Duel mehr als normales Seven Wonders. Warum? Ich bin nicht so der Fan von Card Drafting. Ich mag bei Seven Wonders Duel, dass die Karten alle am Tisch ausliegen und du dadurch strategisch schon mal überlegen kannst, welche nimmst du, welche nimmt der Gegner. Das finde ich cooler als beim Drafting. Ich finde Drafting ein bisschen abstrakter. Das hier ist direkter auf die Schnauze. Ich spiele natürlich extrem gerne rot und werde extrem gerne durch grüne Überlegenheit getötet. So wie, als würde ich Magic the Gathering spielen. So. Lang genug gesprochen, Seven Wonders Duel sowieso immer top, da brauchst du mich gar nicht fragen, aber die Pantheon-Erweiterung, muss ich auch sagen, die war top. So, haben wir das Ding weg. So, wer sagt da im Chat was zu Seven Wonders? Hat er ein Spiel, das ist bei uns gleich durchfallen? Okay, es geht Gott sei Dank gar nicht über Seven Wonders. Passt. So. Jetzt mal Grüße an die
Liebe Mimi hier von Big Potato Games, da gab es ein schönes Care-Paket und aus diesem Care-Paket von Big Potato habe ich P wie Pizza gespielt. Erstmal Schachteldesign, Leute, ihr könnt doch einem Brettspieler nicht Kaili bringen, wobei man kriegt so, mit Gewalt kannst du es in deinen Brettspielschrank reinpressen. Also, Größe schwierig. Ich meine, ansonsten finde ich bei dem Verlag geil, dass alle Schachteln die gleiche Größe haben. Man muss fairerweise sagen, die Seitenkante ist genauso lang wie die anderen Spiele. Das heißt, wenn du es dir irgendwie ins Regal reinlegst, dann geht's. P wie Pizza, das Easy Cheesy Buchstabenspiel. Ich finde richtig geil, plastikfrei. Da waren so Aufkleber aus, keine Ahnung, aus welchem Material die dann hergestellt werden. Also das Ding ist plastikfrei, ökologisch abbaubar. Schon mal ganz nett. Und ich finde die Karten auch ganz cool. Genau, das ist die Mimi von Tim tatsächlich. Genau, und das sind die Karten. Da sind auf der einen Seite immer drei Buchstaben drauf und auf der Rückseite drei Wörter. Die gibt es quasi in Blau, Rot, Gelb. Und das wird quasi, der Stapel wird quasi so gemacht hier. Kann ich mal so machen. Und dann werden hier Buchstaben quasi ausgelegt. Und dadurch steht jetzt hier, hat Räder, L, ja, oder Küstenland N oder berühmtes Stadion F. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen Frankfurt. Keine Ahnung, ob das ein berühmtes Stadion ist. Und wenn ich da schneller bin als die anderen, dann kriege ich das Ding und es wird quasi hier was Neues aufgelegt. Jetzt habe ich hier klebriger Gegenstand mit N, Nutella. So. Und so snackt man sich diese Teile und wenn man da am Ende so eine kleine Pyramide draus gebaut hat, ich glaube 10 Teile oder so hat die dann, also so quasi, und dann baue ich noch Teile oben drauf. Wer das als erstes hat, der hat gewonnen. Das ist schon das ganze Partyspiel mit einer Besonderheit. Die blauen sind die einfachen Begriffe, die gelben sind ein bisschen schwerer, die roten richtig schwer. Und in der ersten Reihe, wenn du deine Pyramide da unten voll machst, darfst du alle benutzen. In der zweiten Reihe dann nur gelb und rot und in der letzten nur noch rot. Dadurch wird es hinten raus nochmal ein bisschen schwerer für dich. Ja, und es ist ein nettes kleines Wortspiel. So. Auch hier wieder, meine Jungs haben es mit mir gezockt. Und hatten richtig viel Laune. Ich musste mich aber echt zurückhalten. Als Erwachsener ist man da viel, viel, viel zu gut in dem Spiel natürlich. Ich selber würde jetzt mal sagen, das ist nicht unbedingt ein Partygame, was ich jetzt cool finde. Ja, also dieses so Wörterspiele, Wörterschreien. Mir fehlt da, also ich mag bei Partyspielen sich gegenseitig reinzuscheißen. Ja, ich mag dem anderen eins reinzuwürgen, bla bla bla. Das Spiel, da würge ich mir zu wenig. Ja, also ich spiele lieber Kuhhandel und sonst irgendwas. P wie Pizza, ich habe noch andere Big Potato Style, da gibt es auch Spiele, die ich gut finde. P wie Pizza hat mich tatsächlich leider nicht überzeugt. Ja, das ist, glaube ich, also Pizza hätte mich überzeugt. P wie Pizza ist nicht so meins. Ich glaube aber, dass es Leute gibt, die das cool finden können, die einfach Wortspiele gerne spielen. Dafür ist das total geil. Das Material ist cool. Es ist nachhaltig, ökologisch hier ohne diesen ganzen Käse. Was ja auch nochmal, weil ich auch schon im Chat lese, dass es ein kleines bisschen zu teuer ist. Man muss halt, wie gesagt, fairerweise sagen, wenn du da versuchst, an die Umwelt zu denken, dann wird es vielleicht auch teurer. Es gibt 20% Rabatt bei den Jungs von Big Potato gerade. Also musst du das auch noch reinkalkulieren. Schaut euch die Sachen mal an. Ich bin aber auch hier so fair, das Ding habe ich kostenlos bekommen. Ja, ich habe gesagt, ich sage es euch dazu, wenn ich was kostenlos bekomme. Das habe ich fairerweise kostenlos bekommen. Ganz lieb. P wie Pizza, noch nicht meins. War nicht so geil. Sehen wir gleich. Gibt es ein anderes Spiel, finde ich besser. P wie Pizza war bei uns eher Flop. Dann mache ich doch gleich noch ein Big Potato und haben wir es weg. Weißt, dann sieht es nicht so schlimm aus, wenn ich jetzt das eine gleich als Flop hier. Machen wir das andere Big Potato. Und wenn ihr da das Material seht, dann wisst ihr, warum das so teuer in Anführungszeichen ist, weil das wirklich Top-Material ist. Die Rede ist von Nice Buns. Das gefällt mir schon deswegen, weil man es schon zu zweit spielen kann. Das ist nämlich bei Partyspielen schon das erste Problem, dass du eine größere Runde brauchst. Das Spiel kannst du schon zu zweit spielen. Ich finde das Artwork mega, auch die Packung mit innen bedruckt und so weiter super. Der Stoffbeutel, mega Qualität. Custom Dice in drei unterschiedlichen Größen. Dann hier auch coole so Karten und Auslegeteile. Hier nochmal so ein Auslegeding. Dann hast du die Anleitung. Auch die finde ich cool gelöst. Kann man hier so
aufdingseln. Finde ich auch vom Artwork her mega und super erklärend. Sieht fast aus wie Zaubertrick lernen schon so ein bisschen. Auch innen hier vom Artwork. Also, das ist richtig geiles Material. Und dieser Stoffbeutel, jetzt ist die Frage, warum ist dieses Spiel Nice Buns in Anführungszeichen so teuer? Naja, du kriegst hier Azul geboten, Leute. Schaut mal, was ich da raushole. Nämlich die lustigen Buns, alle mit Gesicht und so weiter. Also das Ding ist randvoll mit Spielsteinen. Keine Ahnung, so 50, 60 Spielsteine, würde ich mal sagen, sind da drin. Und das kostet natürlich was. Wie funktioniert Nice Buns? Total einfaches Prinzip. Du hast vor dir so eine Auslage und du musst drei Dreier-Sets bilden. Also die gibt es in unterschiedlichen Farben. Du musst zum Beispiel drei rote haben und drei gelbe von mir aus und drei blaue. Und dann hast du gewonnen. So einfach ist es. Klingt jetzt easy. Jetzt kommt die Gemeinheit. Solange du nicht drei hast, liegen die noch nicht auf diesem Plättchen. Und es gibt Aktionen, wo du dir vom Gegner was snacken kannst. Die kann ich mir dann immer nur hier nehmen. Oder wo du dem Gegner auch was hinzugeben darfst. Und jetzt kommt das Lustige beim Hinzugeben. Wenn du was hinzugibst, zum Beispiel rot, muss er es hier oben dazulegen. Jetzt hat er aber vier. Er darf ja nur drei. Und wenn er vier hat, muss er sofort alle wieder in den Beutel zurückwerfen. Das heißt, du bist extrem am Puzzeln, wann schaffe ich es, zeitgleich hier drei liegen zu haben. Und wie entscheidet man das Ganze? Ist relativ einfach. Es werden diese drei Würfel gewürfelt und jetzt bildest du ein Würfelpaar. Und zwar, du sagst entweder, das ist ein Paar und der alleine oder so zusammen oder so zusammen. Und dann darf dein Gegner entscheiden, oder natürlich der, der als nächstes in der Reihe kommt, welchen Würfel nimmt er und welchen behältst du. Und dadurch musst du halt aufpassen, welche Funktionen du hier baust, weil wenn du versuchst, ihm einen reinzuscheißen, kann es sein, dass er dir das wegnimmt. Drei heißt einfach, es kommen drei neue Buns dazu, hier werden zwei Buns getauscht, hier darf man sich entweder einen hellblauen oder einen blauen Buns aus der Auslage nehmen. So, und das heißt, man entscheidet halt dann, welche Funktion macht man. Also auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz, gerade das mit diesen, du machst Würfel und darfst aber nicht alles für dich benutzen, sondern der Gegner entscheidet, welche Würfel nimmt er, welche kriegst du und so weiter. Das ist echt cool gewesen. Es hat hier einen kleinen Nachteil, will ich nicht verschweigen. Ich würde es, glaube ich, eher als Zwei-Personen-Drei-Personen-Spiel sehen. Ich finde, in der großen Gruppe, haben wir auch angetestet, kriegt es Längen. Also da wird das schon ein relativ langes Spiel. Klar, am Ende gewinnt nur einer, aber es ist halt viel los. Und mit sechs Leuten, ich glaube, da muss man schon am Tisch ein bisschen angetrunken sein und so weiter. Und dann ist es irgendwie lustig und dann entsteht sowieso immer was Cooles. Optimale Spieleranzahl eher niedriger, sonst wird das Spiel mir ein bisschen zu lang. Außer ihr möchtet das wirklich abendfüllend spielen. Okay, dann habt ihr hier einen epischen Brecher auf dem Tisch. Ich will das ja eigentlich nur mal so schnell dazwischen spielen. Und ich sag mal zu zweit, Viertelstunde, 20 Minuten, würde ich mal sagen, außer man stellt sich wirklich dumm an und kriegt das nicht hingepuzzelt, weil man schon so betrunken ist beim Partyspiel. Nice Buns, mir hat das Spielmaterial gefallen. Auch hier, meine Kinder haben es extrem gerne gespielt. Also so, wie gesagt, Zweierrunde, Dreierrunde. Ich würde es mit sechs, wäre ich vorsichtig. Wie gesagt, da könnte es mir wahrscheinlich ein bisschen zu lang werden. So. Und fairerweise muss ich sagen, hier hat mir eigentlich alles gefallen. Ich finde das Artwork cool, ich finde das Material cool. Die Spielidee ist nicht verbraucht. Da ist eigentlich alles schön. Und ja, ich habe es kostenlos bekommen. Wie gesagt, sage ich auch hier wieder dazu. Gab es kostenlos. Hätte ich mir aber wahrscheinlich auch gekauft. Und Nice Buns war bei mir im September. Top. Ah, super. Partyspiele. Ah. Was sagt denn der Chat? Ja, sieht nice aus. Ja, wie gesagt, 25 bis 30 Euro ist schon, ist nicht günstig. Muss halt sagen, ist aus UK, bla bla bla, ist wirklich hochwertig gemacht. Mal gucken. Schaut mal, ob ihr es noch günstiger kriegt. 20% gibt es ja gerade sowieso. Also sprich, damit kriegst du locker schon mal auf 25, vielleicht auf 20 runter. Vielleicht gibt es da auch mal so ein kleines Spielepaket. Mimi ist ja leider gerade verletzt ausgefallen. An dieser Stelle auch gute Besserung. Ich glaube, da wird es jetzt gerade auch brenzlig dann, in Anführungszeichen. Jetzt muss der Fuß gemacht werden hier. Die hat es ja leider, die war eine der Verletzten der Berlin-Con quasi. Genau. Und ja, vielleicht kann man da mal so ein kleines Bundle machen aus zwei, drei Spielen, weil dann lohnt sich's ja auch mit Versandkosten und so weiter. Und dann ist der Preis auch wieder ein bisschen gerechtfertigter.
Jetzt machen wir das Godzilla-Spiel. Weil der Kidstock schon die ganze Zeit danach schreit. Das ist echt geil. Jetzt greifen wir mal in die Kiste der Spiele, die vielleicht nicht so viele Leute euch immer schon vorgestellt haben. Und jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel. Aufgepasst, warum das ein gutes Spiel ist. So, und zwar ist die Rede von Godzilla Tokyo Clash. Also, übers Cover brauchen wir schon gar nicht mehr reden. Ich meine, das ist schon eine Ansage, in Anführungszeichen. Natürlich, das Spiel ist auf Englisch. Macht euch da aber nicht so viel Sorgen. Ich habe es mit meinem Sohn gespielt, der ist so 11, 12, ja, der kann ein bisschen Englisch, nicht gut, aber es ist eine Ikonografie drauf. Worum geht's bei Godzilla Tokyo Clash? Wir geben uns ein Battle mit den klassischen vier Godzilla-Figuren. Ich kriege die Namen immer nicht alle hin. Godzilla, Gamadon, bla bla bla, wie die alle heißen. Die fliegende Motte hier, der Schwein mit dem Stachel. Keine Ahnung, ich kenne nur Godzilla, aber die anderen drei Viecher auch. Und die sehen auch wirklich so aus. Die sind pre-painted, schauen wir uns gleich an. Und hier unten ein variabler Spielplan mit Hochhäusern, die wir kaputt hauen. Und am Ende ist es eigentlich ein Deckbuilding-Spiel. Das Ganze von Funko Games, ich finde deren Material eigentlich immer relativ geil, muss ich fairerweise sagen. Und ist auch hier so, das Spiel geht tierisch ab. Hier haben wir die Anleitung mal hier. Also auch die ist wieder echt schön gemacht, sehr übersichtlich, gut strukturiert, war kein großes Problem, gute Ikonografie. Was erstmal richtig cool ist, 2-Player, 3-Player, 4-Player Setup und so weiter. Das heißt, das Spiel ist von vornherein so gebaut, dass es einfach in unterschiedlichen Spielszenarien gut funktioniert. Dann haben wir diese krassen Figuren. Ich hole mal hier den hier raus. Die sind echt gut. Also das ist, ich meine, das dafür, dass es eigentlich kein Miniaturenspiel ist, wenn ihr euch die anguckt. Meine Kamera ist leider nie so scharf, wenn ich so hoch rangehe. Aber das sind richtig gute Figuren. Also da kriegt ihr echt cooles Zeugs dafür. Keine Standys, sondern coole Figuren. Für 4 Spieler, wie gesagt, an der Zahl. Dazu bekommt ihr diese ganzen Hochhäuser, Powerplants und so weiter, die ihr da draufstellen könnt. Und halt hier diese variablen Oktoteile, die man so einen Spielplan zusammenpuzzelt. Und wie funktioniert das Spiel? Jedes Monster hat sein eigenes Deck. Das haben wir jetzt hier mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und man hat immer nur quasi 5 Karten auf der Hand. Und spielt die quasi nacheinander aus und die Kosten stehen hier oben. Man muss immer Energie ausgeben. Jeder Spieler hat eine Energieleiste. Wenn er keine Energie hat, kann er keine Karte spielen. Und dann hat er halt seine Fähigkeiten. Zum Beispiel ein Enhancement, hat er also dauerhaft irgendwas. Momentum hat er nur einmal, kann er zum Beispiel irgendwie laufen. Und was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir wollen entweder Teile der Stadt zerstören, zum Beispiel so ein Hochhaus kaputt hauen, weil wenn wir das kaputt hauen, kriegen wir Energie. Wie können wir es kaputt hauen? Gibt 2 Möglichkeiten. Wir nehmen ein Monster und werfen es auf ein Hochhaus. Oder wir nehmen zum Beispiel eine Straßenbahn, die da unten ist, oder ein Flugzeug und hauen das gegen irgendein Gebäude. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, den Gegner zu töten. Das kann man gar nicht. Man kann im Spiel gar nicht sterben, sondern es geht darum, diese Stadt einfach kaputt zu machen, um Energie zu bekommen, weil die Energie brauchst du, um dann den Gegner anzugreifen. Und wenn du den angreifst, machen wir mal hier so eine Angriffskarte, hier. Da habe ich zum Beispiel jetzt 2 Angriff, dann kann der Gegner verteidigen. Hätte jetzt hier zum Beispiel 2 Verteidigung. So einfach ist es. Also relativ einfaches Prinzip. Das Spannende ist aber, wenn er jetzt zum Beispiel mit 4 angreift, und ich nur mit 2 verteidige, habe ich 2 Differenz. Was passiert jetzt mit dieser 2 Differenz? Ich verliere gar nicht Energie, sondern der Gegner darf sich jetzt aus meinem Deck die obersten 2 Karten nehmen, weil er ja 2 Schaden gemacht hat, sich die angucken und jetzt kommen die Zahlen hier unten ins Spiel und darf sich eine der beiden nehmen und das da unten sind die Siegpunkte. Das heißt, der nimmt sich jetzt zum Beispiel diese Karte mit 3 Siegpunkten, nimmt sie zu sich. Die nimmt er nicht in sein Deck, sondern die sammelt er als Trophäe, wie es so schön heißt. Und jetzt durch diesen Mechanismus passieren 2 coole Sachen. Das eine ist natürlich, so sammle ich meine Trophäen und da ist ein bisschen Glück dabei. Ja, wie viele Karten darf ich umdrehen? Ist was Gutes dabei? Sind manchmal nämlich auch Nuller dabei. Und zum anderen klaue ich meinem Gegner coole Karten aus seinem Deck. Das heißt, der wird, mit je mehr ich ihn angreife, schwächer und schwächer und schwächer. Das ist schon mal eine richtig geile Mechanik. Und das zweite Thema ist, wenn du Gebäude zerstörst, so ganz kleine Gebäude, es läuft hier, das mache ich auch mal schnell auf,
Ist auch super cool gemacht. Es läuft hier so einen runden Anzeiger. Der sieht so aus. Da laufen hier oben die Runden. Das ist so ein rundes Plättchen. Es springt von einem runden Teil zum nächsten. Und wenn es am Ende ankommt, ist das Spiel zu Ende. Und gleichzeitig, wenn man kleine Städte kaputt macht, legt man die hier auf die Skala und die laufen gegenseitig. Und sobald sich das in der Mitte trifft, ist das Ende vom Spiel geschafft. Heißt, wenn man viel von der Stadt kaputt macht, ist halt das Ende vom Spiel auch schneller da. Wenn man die Stadt nicht so krass kaputt macht, dauert das Spiel ein bisschen länger. Das kann man echt tatsächlich benutzen, diesen Mechanismus. Und man sieht hier auch, bei zwei Spielern fängt man an anderen Positionen an. Dadurch wird es halt auch nochmal ausgelevelt. Das ist echt cool gemacht, um halt dafür zu sorgen, dass es in sowohl zwei, drei als auch vier Spielerkonstellationen richtig gut funktioniert. Und last but not least, das Werfen, genau, das Geile auch auf dem Spielplan ist, wenn du Angriffe machst, die müssen in einer geraden Linie passieren. Du kannst nicht einfach ums Eck einen Angriff von einem Monster aufs andere machen oder Kaiju. Das heißt, du spielst auch immer so ein bisschen Häuserkampf, dass du dich versuchst, irgendwo hinzubewegen. Zum Beispiel gibt es da, ich hatte die Fähigkeit, wenn ich auf einem Wasserfeld stehe, kriege ich einen Bonus. Also habe ich andauernd versucht, auf Wasserfeldern zu stehen. Mein Gegner hat die ganze Zeit versucht, Panzer in meine Nähe zu bringen, weil mich die Panzer halt angreifen. Und ich habe dann wieder versucht, die Panzer zu werfen. Super, super geile Thematik. Und jetzt kommen wir einfach zum Fazit von diesem ganzen Ding. Mein Gott, ist das King of Tokyo. Das ist ja King of Tokyo für Männer. Weißt du, dieses ganze Würfelglück mal raus aus King of Tokyo und nur dieser epische Battle bleiben. Das Spiel ist 100% auf die Schnauze. Hier geht es um nichts anderes. Es geht nur auf die Schnauze. Wir machen auch kein Deckbuilding. Das Deck ist immer das gleiche, aber es sind halt irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Karten. Dadurch kommt eine Varianz zusammen und so weiter. Und dann mischt halt wieder dein Discard-Pile durch und so weiter. Mit diesen Häusern, die du umhaust und so weiter, diesem variablen Spielplan. Wow! Da muss ich echt sagen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich mag das Artwork, ich mag das Thema. Ich würde deswegen niemals King of Tokyo hergeben. Aber ihr kennt bei King of Tokyo sicher euer Problem, dass es so unglaublich würfelglücklastig ist. Hier kannst du wirklich Können ausspielen. Hier spielst du Karten aus, überlegst dir, welche Karten du abwirfst, wie du dich bewegst, wann mache ich welche Aktionen, mache ich jetzt an der Stadt was kaputt oder nicht. Sensationell. Tokyo Clash. Ganz ehrlich, englisches Spiel. Ja, mein Sohn konnte spielen, denn es ist eine Ikonografie drauf. Ein paar Sachen habe ich ihm vorgelesen. Also sprich, auch wenn man kein Englisch kann, nicht so kompliziert. Und ganz ehrlich, ich kann nur eins sagen im September. Top. Das ist, war echt, ich kaufe ja immer alle Funko Games und ich kaufe auch gern die Prospero Hall Titel, weil ich die als Designer so geil finde. Ist halt auch wieder von Prospero Hall. Das sind meistens keine so richtig guten Spiele. Aber das Ding, sorry, ich würde gern was Negatives sagen, ich habe nichts. Ich habe nichts Negatives an dem Spiel. Ich wüsste nicht, was an diesem Spiel schlecht ist, außer dass man es maximal zu viert spielen kann. Vielleicht gibt es mal eine Erweiterung, kann ja passieren, weil prinzipiell kannst du ja zwei Spiele zusammenbauen und dann hast du halt einen großen Spielplan. Also das war echt episch. Also muss ich echt sagen, hat richtig Laune gemacht. Und zockt sich schnell. Also ich sag jetzt mal in einer halben Stunde, glaube ich. Unter halbe Stunde. Also ähnlich wie Dingsbums. Und keine Player Elimination. Auch das nochmal ein Vorteil gegenüber King of Tokyo. Also krass. Richtig krass. Holt's euch. Wirklich holt euch das. Jetzt habe ich euch wirklich gehypt damit. So, weiter geht's. Was haben wir noch gezockt? Ein Zwei-Personen-Spiel kam auf den Spieltisch. Und zwar ein Zwei-Personen-Spiel mit Worker Placement. Hä, wer macht denn sowas? Tja, Tagi macht sowas bei Kosmos. Flog bei mir immer unterm Radar, weil mich hat's Cover gar nicht so sehr angesprochen. Ich dachte mir, Zwei-Personen-Spiele, diese ganzen Kosmos-Zwei-Personen-Spiele, ich weiß nicht, die fand ich jetzt alle nicht so mega spannend. Tagi, auch wenn man sich das Bild anguckt, sagst du, oh mein Gott, jetzt haben die Istanbul oder Five Tribes oder so irgendwie so kopiert und in irgendwie so eine kleine Schachtel gepackt, schreiben noch drauf, über 60.000 Mal verkauft, damit auch wirklich jeder sagt, ach, das ist wirklich gutes Spiel, sehe ich dem ja gar nicht an. Aber es ist tatsächlich ein richtig, richtig gutes Zwei-Personen-Spiel.
Wie funktioniert der Spaß? Eigentlich ganz easy. Man legt ein Raster aus an Karten. Das Raster ist auch immer gleich. Also du hast quasi, die sind auch beschriftet mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Du baust da quasi, ich zeig mal kurz, glaube ich, die Rückseite vom Spiel, das geht einfacher. Du baust quasi so ein Spielfeld, das Außen ist also immer gleich. Nur die 9 Felder in der Mitte sind immer variabel. Das sind entweder Rohstofffelder oder so Oasenfelder, Ortefelder. Und wie funktioniert es jetzt? Du hast 3 Worker, die du einsetzen kannst. Und das machst du abwechselnd. Du setzt die halt nur auf die Außenfelder ein. Zusätzlich gibt es einen so einen Dieb, der läuft hier auch noch ein bisschen rum und verbarrikadiert halt immer ein Feld. So, und wenn jetzt hier zum Beispiel der Blaue hier ein Feld setzt und er setzt hier auch einen Blauen in der nächsten Runde, dann kann er zusätzlich hier in der Mitte, wo sich das schneidet, auch noch einen seiner Marker draufsetzen. Und dadurch kriegt er quasi jetzt die Aktion von 3 Feldern. Das ist nämlich die super schlaue Mechanik, die diesem Spiel überhaupt erst so was Schachartiges gibt. Denn ansonsten müsstest du sagen, Worker Placement zu zweit ist total lame. Hier funktioniert es richtig, richtig gut, weil das Spielfeld auf einmal super eng wird beim Puzzeln. Und wenn du hier eine Karte nimmst, dann wird die einfach wieder aufgefüllt. Und so baust du so lange, bis du, glaube ich, 12 von diesen Ortskärtchen gesammelt hast, dann ist das Spiel zu Ende. Dazwischen kriegst du halt immer wieder Rohstoffe. Die Rohstoffe kannst du wieder tauschen oder kannst dir Geld organisieren. Dann kannst du mit der Fata Morgana, kannst du ein anderes Feld auslösen. Also das heißt, wie à la Istanbul, jedes Feld hat eine andere Aktion. Die sind auch relativ schnell erklärt, auch wenn das Artwork so, boah, es ist schon, es staubt schon. Also das Spiel staubt schon gewaltig. Muss man echt sagen, der eine findet es vielleicht super mega authentisch. Mich hat es halt eher abgeschreckt, muss ich halt sagen. Also es ist schlau gemacht. Du hast Karten, da steht entweder drauf, wie sie funktionieren, oder du nimmst die Rückseite, da ist dann nur die Ikonografie drauf. Nur ich finde sie halt auf beiden Seiten hässlich wie die Nacht. Also wirklich hässlich wie die Nacht, wie selber geschnipselt. Als hätte der Seljuk mit seiner Bastelanleitung hier jetzt so ein Print and Play rausgeschrotet irgendwie. Also es ist kein schönes Spiel. Das ist aber auch das Einzige, was ich dran kritisieren kann. Als Zwei-Personen-Spiel war es unglaublich gut. Also unglaublich gut. Hat auch wenig Downtime tatsächlich. Auch hier wieder zu zweit sowieso nicht. Aber auch Worker Placement schreit immer nach Downtime. Hast du hier nicht. Geht alles relativ zackig die Runden durch. Man kommt sich super in die Quere. Ich habe die Erweiterung von Tagi nicht gezockt bisher. Die will ich mir noch als nächstes mal angucken. Mit der kannst du es theoretisch als 4-Spieler-Spiel sogar aufbohren. Ich weiß nicht, ob das wirklich klug ist, weil es gibt so gut wie kein Zwei-Personen-Spiel mit Worker-Placement-Mechanismus, was man empfehlen kann. Tagi, ganz ehrlich, ist so eins. Und werden wir sicher auch nächsten Montag sehen bei dem Community-Format zu den besten Zwei-Personen-Spiele. Da gehe ich fest von aus, dass irgendeiner Tagi picken wird. Andreas Steiger, weißt du, ich habe es nie auf dem Zettel gehabt, hat mich nie so sehr interessiert. Bin auch, wie ihr wisst, nicht immer der Kosmos-Fan. Die haben halt einfach auch so ein, die haben halt auch so ein Programm. Da ist halt auch viel Gurkenzeugs dabei, weil sie halt viele Spiele rausbringen. Ja, da muss man halt genauer hingucken. Und da sieht das Ding halt einfach so aus, als wisst es nicht im Regal haben. Aber tatsächlich, Tagi, wenn man mal ein cooles Zwei-Personen-Spiel auf die Fresse, auch hier 20, 30 Minuten. So auch nicht anders wie mal eine Runde Seven Wonders Duel reinzocken. Also hat mich überzeugt tatsächlich. Tagi war bei mir im September. Top! Und weiter geht die wilde Jagd. Oh, jetzt mal hier. Ui! Ah, man sieht's schon. Man sieht schon, was jetzt kommt. Jetzt kommt der Virus. So, was sagt ihr so? Mega cool willst du haben. Ja, das war natürlich alles noch dieses coole Godzilla-Spiel. Also wie gesagt, da könnt ihr mich beim Wort nehmen, wenn ihr das auspackt und zockt und nicht so cool findet, wie ich es gerade beschrieben habe, wenn es euch nicht so vorkommt wie King of Tokyo, dann schreibt mir das, dann lasse ich mich öffentlich auspeitschen. So, apropos öffentlich auspeitschen, viral! Korax Games, das heißt Spieleoffensive, auch Spiele Schmiede, ja, ist erst durch die Schmiede gelaufen, kann man inzwischen auch einfach so kaufen. Ein Area Control Spiel, aber mit einem witzigen Setting, weil wir spielen einen Virus,
Und der Virus ist im Körper unterwegs oder die Viren sind im Körper unterwegs. Und wie kann ich mir das vorstellen? So sieht dort so eine Karte aus. Ich mach mal nicht die ganze auf. Also man sieht schon, man ist hier in Organen. Es gibt den Blutkreislauf. Das heißt, man kann sich auch nur im Blutkreislauf bewegen. Und dazu gibt es hier die ganzen Aktionen. Grafik sieht ein bisschen aus wie Grüße an David Rimbach. Sieht aus wie Wutaki. So ein bisschen. Ist wahrscheinlich derselbe Zeichner. Muss man mögen, so ein Artwork. Also ist halt hässlich wie die Nacht. Man sieht auch hier, wir kennen ja meine Thematik, Kartons haben keinen Inhalt. Ja, also mein Glückwunsch auch hier wieder, der Karton hat halt keinen Inhalt. Wir haben die Auswahl zwischen 5 solcher Monster. Die haben, soweit ich weiß, gar keine Spezialfähigkeiten. Die sehen einfach nur anders aus. Also da ist keine Spezialfähigkeit dabei. Dann hat jeder hier sein Kartendeck mit Karten. Dazu halt seine Viren, die er dann im Körper legen kann. Das können wir alles schon wegschmeißen hier. Dann gibt es hier noch so ein paar Sonderfelder, dass gewisse, wenn du Mehrheiten bildest, du gewisse Siegpunkte in solchen Feldern bekommst. Und dann gibt es hier noch so zusätzliche Karten, die du dir aus der Auslage holen kannst. Und dann gibt es halt noch so Auftragskarten hier wie den Essen-Bacillus und so weiter. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Also das ist auch relativ zackig dann erklärt und gespielt. Das ist übrigens schon inklusive der Erweiterung, die man kaufen kann. Also das ist nicht viel Material. Muss man sich genau überlegen, wenn man es kauft. Auch hier, ich gehe mal davon aus, die werden immer wieder einen günstigen Preis haben. Achtet da mal drauf. Also ich sag mal, zu viel Geld sollte man nicht ausgeben. Das Spiel ist okay. Sie balancieren es aus hier über diesen Mechanismus, dass abhängig von der Spieleranzahl eine unterschiedliche Kollapsstufe ist. Also was ist los? Organe kollabieren, wenn eine gewisse Anzahl Viren drin ist. Zum Beispiel im Zwei-Personen-Spiel, wenn 3 Viren in einem Organ liegen, dann kollabiert das und dann wird dort halt eine Wertung ausgelöst und dann sterben aber auch die Viren. Du musst manchmal aufpassen, wenn du gewisse Aktionen machst, dann steigst du hier oben in so einem Impfungslevel. Das heißt, wenn die Impfung oben ankommt, dann wird eine Impfung gegen den Virus kreiert, dann sterben deine Viren auch wieder und so weiter. Also man muss halt vorsichtig sein. Das Thema viral ist natürlich seit letztem Jahr in aller Munde. Man muss bei dem Spiel fairerweise sagen, die Spielidee war ja nicht Corona-bedingt da. Das war ja schon davor da. Es hat jetzt natürlich so einen kleinen negativen Beigeschmack. Aber ich meine, wir können auch Secret Hitler spielen. Also wenn wir Secret Hitler spielen können, dann können wir auch viral spielen. Hier, da, keiner verherrlicht hier mit einer Pandemie. Es ist einfach ein ganz normales Thema, dass es Viren im Körper gibt, die Organe angreifen. So. Aber es hat schon was Makaberes, wenn es von einem Lungenflügel zum anderen rüber wandert und ins Hirn und so. Ja, hat was Makaberes, ist aber einfach halt ein Area-Control-Spiel. Ich tue mir schwer, es richtig geil zu finden. Ja, also das Thema gefällt mir und viral. Ich bin Marketing-Typ. Ich finde ja virale Sachen erstmal immer geil. Es ist halt mal, ja, eigentlich sagst du, ist es denn wie Blood Rage? So, kann sich's denn mit den richtig geilen Area-Control messen? Das kann's natürlich nicht. Also, das kann's nicht. Dafür ist es aber auch viel zu einfach gestrickt von seiner Idee her, wie man sich da angreift und so weiter. Es ist relativ überschaubar von den Regeln. Also, ist auch schnell gelernt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Material gewünscht. Das Material, was dabei ist, ist in der Qualität super. Aber es ist schon, Preis-Leistung ist dann teuer. Also von daher achtet da auf ein gutes Angebot, wird es sicher geben. Jetzt die Erweiterung, die zweite Welle, auch da, es triggert mich halt, weil ich muss jetzt hier fairerweise sagen, von den lieben Jungs von der Spieleoffensive habe ich einige nette, kostenlose Spiele in letzter Zeit bekommen. Das Spiel habe ich selber gekauft, von daher alles cool. Diese Erweiterung, die zweite Welle, da sind halt die Karten nicht exakt in derselben Qualität wie beim Grundspiel. Die Popchips sind ein bisschen dicker und fühlen sich anders an. Das triggert mich natürlich sofort. Es ist nicht schlimm, das ist Meckern auf hohem Niveau, wie Kron immer gesagt hat, aber es ist halt auch nicht perfekt, wenn du halt in der Spieleschmiede bist und ein Projekt backst, dann erwartest du halt eigentlich, dass es dazu passt. Es passte nicht dazu. Und ich habe es in derselben Welle gekauft. Sprich, das ist der Reprint, der im selben Printrun war wie die zweite Welle-Erweiterung und trotzdem passen sie nicht richtig zusammen. Ist schade. Das Thema ist nicht so krass belegt. Ich finde es irgendwie ganz witzig. Ich mag Worker Placement, ich mag Area Control, deswegen bleibt es bei mir im Schrank. Ich würde dem Spiel tatsächlich eher was Schlechtes geben, muss ich fairerweise sagen.
weil es sicher bessere Spiele gibt und auch für den Preis wahrscheinlich noch bessere Spiele gibt. Schaut es euch an, wenn ihr auf das Thema steht, dann greift zu. Wenn ihr auf den Mechanismus steht, dann von mir aus auch noch rein. Ansonsten, ja, spielt es vielleicht mal in Essen an. Die haben es auch hier wieder dabei, samt der Erweiterung. Ich tue mir schwer. Für mich war es doch eher nicht hundertprozentig das, was ich wollte. Ich hätte ein paar Sachen gern anders gewollt. Daher gebe ich viral Flop. Ein Flop. Aber das ist hart an der Grenze. Also ich lasse es nicht ausziehen. Ich spiele es sehr gerne. Und wenn einer mit mir mal was zocken will oder wir uns irgendwo zum Zocken treffen, bringe ich es auch gerne mal mit. So schlecht, dass ich es nicht spielen will, ist es auf keinen Fall. Ja. Aber halt auch nicht richtig krass. So. Punkt. Tun wir noch ein bisschen Hype-Spiele machen? Machen wir Hype-Spiele? Oh, ihr habt es schon gesehen, oder? Hypen wir mal ein bisschen. The Loop, der Hype geht weiter. Dr. Fu schlägt zurück, Boardgame Box. Meine Fresse, habe ich das auf Instagram rauf und runter gesehen. Es ist halt auch ein fotogenes Spiel. Und ja, habe ich es bestellt. Natürlich habe ich es gekauft. Und es ist gar nicht so schlecht. Was ist The Loop? Es ist ein kooperatives Spiel, da fängt es schon an. Oh, kooperative Spiele, eigentlich ja überhaupt nicht das, was ich gern spiele. Aber dieses Spiel, cooles Material, hier so ein Säckchen mit so Chips. Was total krass ist, ist dieser Spielplan, der hat 7 Felder, also ein 7-feldriger Spielplan, der so rund aufgedröselt wird. Da spielt sich auch das ganze Spiel ab. Die Handlung ist gar nicht mal so blöd. Dieser Dr. Fu ist quasi in 7 Zeiten gleichzeitig unterwegs. Das wird hier angezeigt. Und hat überall Klone von sich und Kopien von sich. Und die erzeugen hier durch seine Zeitmaschine jede Runde. Die steht dann hier so. Das ist so Dr. Fus Zeitmaschine. Die dreht sich dann auch. Da werfen wir oben immer Würfel rein und die fallen halt dann random raus und man sieht, hier gibt es 3 Plätze und wenn der 4. Platz kommt, wird dieses Maschinenteil hier zu einem sogenannten Vortex, heißt auf gut Deutsch, er kriegt dafür einen Punkt. Und wir müssen aber versuchen, diese Maschinenteile quasi zu reparieren, zu verändern, da gibt es unterschiedlichste Missionen und das ist auch schon das Coole an dem Spiel. Zum einen, auch hier, jeder hat so sein eigenes Deck, es ist auch hier wieder ein Deckbilder mit einem gemeinsamen Deck, wo man sich Karten rausnehmen kann. Die Spielfiguren sind total abartig, allein die Größen und Formen und auch deren Mechanismen, auch hier diese Maschinenteile, die da anliegen, die werden immer random gelegt, die Karten werden random gelegt, es gibt unterschiedliche Spielmodi, die man spielen kann. Ich habe zum Beispiel Sabotage gespielt, das ist das, was ich jetzt gerade erklärt habe. Dazu spielt man das über immer so ein Set von 7 Karten und zwar 3-mal. Das heißt, es sind 21 Runden, wo sich auch jedes Mal immer wieder ein bisschen verändert und so weiter. Und mich hat es sehr erinnert an Marvel United. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs auf diesem Spielplan, bewegen uns im Kreis, versuchen dort die Sachen zu lösen. Gleichzeitig schmeißt der uns wieder Gegner hin. Und so hangeln wir uns Runde für Runde durch und wir können dort einen sogenannten Loop ausführen, was eine ganz coole Funktion ist. Wenn man die quasi macht, hat man seine Karten, die man verbraucht hat, die dreht man immer so um 90 Grad wie bei Magic, kann man die wieder auffüllen und ein zweites Mal benutzen durch diesen Loop. Und man kann mehrere Loops hintereinander ausführen. Das heißt, dadurch kann ein Spieler, vor allem wenn er auch von anderen Spielern supported wird in der Runde, relativ mächtige Aktionen machen und so kämpft man gegen diesen Dr. Fu, diesen Zeiten. Und das sieht extrem kompliziert aus und ich muss auch sagen, die Anleitung ist so ein bisschen aus der Hölle. Wenn das, lasst es euch vielleicht von jemandem erklären, das Spiel. Es ist mega, mega einfach zu spielen, spielt sich super fluffig. Ich bin kein Fan von kooperativen Sachen, aber hier hat es Spaß gemacht. Hier habe ich die Leute auch unterm Tisch nicht getreten, so, weil auch diesmal keine Sanduhr gegen uns läuft und so weiter. Und wir haben uns da richtig cool durchgepuzzelt. Und es war spannend bis zum Ende und so. Und es hat auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die du machen kannst. Das Material ist abartig gut gemacht. Das Artwork ist cool. Also hier, es ist ein Hype. Und jetzt sehen wir ja wieder beim Essen-Thema. Ganz ehrlich, schaut euch The Loop in Essen an. Das könnte ein Spiel sein, was ihr haben wollt. Weil es bietet zumindest relativ hohen Wiederspielwert durch die vielen Karten, durch die unterschiedlichen Aufträge, hat so einen leichten Legacy-Mechanismus mit dabei.
ist nicht zu glückslastig, hat aber Glückselemente drin. Das ist recht gut ausgewogen. Also hat mich echt überrascht. Und das Spielmaterial ist wirklich jedem Zweifel überhaben. Das heißt, erhaben, wie es so schön heißt. Das heißt, The Loop war bei mir im September top. Ja. Und weg damit. So, was schreibt ihr so im Chat? Corona hat dir den Spaß an Pandemie und viral genommen. Ja, muss man fairerweise sagen, so ein bisschen. Die Querdenkerkarte, genau, ja, okay. Und Pika findet Loop cool. Ja, also Loop auf jeden Fall auschecken, wenn ihr in Essen seid. Wenn ihr das noch nicht habt, schaut euch das mal genauer an. Echt ein cooles Game. Also wirklich ein cooles Game. Jetzt habe ich euch heute so ein paar Hype-Titel gezeigt. Aber da muss ich vielleicht mal wieder was bringen, was nicht so gut war. Hm? Nehmen wir mal was. Boah, ich hab nur so gute Spiele hier. Nehmen wir mal einen Klassiker jetzt mal. So, nehmen wir mal einen Klassiker. Boah, einen der schwersten Kartons heute. Artwork aus der Hölle, aus dem letzten Jahrhundert angereist. Das hässlichste Artwork des heutigen Abends, weil der Karton staubt bis hier. Agricola habe ich zum ersten Mal gezockt. Lag halt lange bei mir rum. Und jetzt kam es mal dran. Alle Erde habe ich übrigens heute gezockt, da werde ich nichts drüber sagen, das schmeiße ich einfach am Stück in den Müll. Aber Agricola, darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Die Box auf jeden Fall voll bis zur Oberkante mit Zeug. Ja, also ich habe hier selber halt das Material in so Setzkästen, da hatte ich jetzt gerade nur rosa übrig, ist ja egal. Das heißt, ausladendes Material, mich nervt natürlich, wenn das Teile Pappe, Teile Holz sind. Das, warum macht man es nicht irgendwie gleich? Ich werde da immer ein bisschen nervös, keine Ahnung, aber es ist sehr viel Holz dabei, sehr viele Teile dann für jeden Spieler. Dieses Kartenartwork, um Himmels Willen, also sowas hier, das ist aber bei allen Rosenberg-Spielen so, das gehört halt dazu. Und dann wirst du wieder erschlagen mit so Papp-Spielplänen, die halt auch, also ich weiß, warum der Menzel bei Robin Hood gesagt hat, er mag nicht, dass sein schönes Artwork immer von so einer Ikonografie rumgedingselt wird. Ja klar, wenn du so Ikonografien machst, also, boah, ja. Aber wie funktioniert das Spiel? Es ist halt auch hier klassisches Worker Placement. Wir bauen an unserem Stall oder an unserem Grundstück. Jeder fängt mit so einem Grundstück hier an. Da kann man Ställe machen, da kann man Zäune eindingseln, da kann man dieses Haus vergrößern, kann aus Lehm Steinbauten machen und so weiter. Und am Ende gibt es halt Siegpunkte. So, und so spielen wir dieses Spiel. Es ist halt, wie gesagt, Agrarwirtschaft in Reinkultur. Ja, aller Erde geht dann noch mehr ins Detail tatsächlich. Aber ich finde, Agricola fand ich deutlich zugänglicher, übersichtlicher, trotzdem viel Material. Und was echt spannend war, und das hätte ich nicht gedacht, dass das Laune macht, ich habe Agricola auch mal alleine angezockt, tatsächlich, und kann sagen, Agricola solo kann was. Also, ist schon, das ist halt so ein bisschen wie, wenn du sonntags dein Rätselheft auspackst, so ein bisschen, oder so Doku zocken willst. Also, du hast jetzt kein immersives Spielerlebnis, wo du eine tolle Story erlebst, so, ja, Seventh Continent alleine spielen, sondern du puzzelst halt. Du bist halt nur am, wenn ich den Zug mache, kann ich noch den Zug und so. Es ist relativ spannend bei dem Spiel, dass es halt durchaus lange dauert, bis man da überhaupt mal einen Hof zusammenbringt, der viele Aktionen möglich macht. Also du kannst in jeder Runde sehr, sehr wenig machen. Dann musst du wieder gucken, dass die alle ernährt werden. Dann schlachtest du dir wieder ein Schaf weg. Es dauert extrem lang, bis du dieses belohnende Erlebnis hast, dass du das Gefühl hast, boah, jetzt bin ich richtig weit. Also ich glaube, es hat irgendwie 3/4 des Spiels, habe ich mir Gedanken gemacht, puh, aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie ansatzweise schaffe. Und dann habe ich legendär hinten raus einfach die Punkte abgestaubt, weil es dann einfach von der Hand ging. Artwork, wie gesagt, aus der Hölle. Ich weiß nicht, ob, wenn bei mir jemand bei der Tür reinkommt, der sagt, er will mit mir ein Spielchen spielen, ob ich da Agricola auspacke. Weiß ich nicht. Ich
werde Agricola behalten, aller Erde zieht auf jeden Fall aus. Das war mir zu viel von dem Zeugs. Da hört es dann einfach auf. Fest vor Odin, Gott sei Dank, nochmal eine ganz andere Ecke. Das heißt, das kann man behalten. Agricola behalte ich, weil es hat alleine Spaß gemacht. Es hat mich echt, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, warum das Spaß machen kann, da 2 Stunden oder 1,5 Stunden da zu sitzen, weil es stimmt nicht ganz. Der Aufbau dauert am längsten irgendwie so gefühlt, das kann man in einer halben Stunde runterspielen. Also Agricola, ja, also eine Empfehlung ist es auf keinen Fall für euch. Das ist schon, das muss man echt mögen. Also wer Agricola spielt, der ist wirklich Brettspieler. Ja, also das spielst du nicht als Gelegenheitsspieler mal so. Das macht, wird dir nicht gefallen. Aber wenn du einfach eine coole Puzzleaufgabe suchst, du sagst, hey, wie baue ich das auf? Und das mit dem schönen Material, also ihr könnt auf Instagram mal die Fotos angucken. Ich war dann auch ganz stolz, wie so mein Bauernhof aussah und so. Und dann hat jeder so sein Plätzchen, dann hast du da Kinder gezeugt und so. Das war so ein bisschen SimCity-artig. Das hat mich echt, das hat mir tatsächlich gefallen, trotz diesem wirklich hässlichen Artwork. Grüße an Lookout. Vielleicht macht Asmodee mal eine Deluxe-Version. Auf jeden Fall, das könnte auch auf dem Alea-Stapel sein, wobei die Spielmaterialqualität, gar keine Frage. Wie gesagt, über das Artwork muss man halt nachdenken. Ansonsten, Agricola im September. Top! Es hört ja nicht auf mit Spielen, oder? Fürchterlich. Seid ihr noch am Start? So, jetzt machen wir mal eine Trinkpause hier, oder? Jetzt trinken wir mal was. So, Prost, ihr alle. Der minimaler Fredel ist schon am Slotten. Sagt die Uhrzeit. Uiuiui. Ja, ich habe noch einiges hier. Dann machen wir mal nur die richtig guten Sachen. Ich habe hier noch Sachen, die kennt ihr nicht. Bevor ihr alle einschlaft, nehme ich mal die Spiele, die ihr wahrscheinlich nicht kennen könnt, nach vorne. Und dann kommen wir hinten raus noch mit ein paar Klassikern, oder? So machen wir das. Oh, danke dir noch für die 100 Biddies. Danke dir, danke dir. Ja, der minimale Fredel ist natürlich wieder malen. So, jetzt ein Spiel, das hat wahrscheinlich keiner von euch. Da würde ich drauf wetten, war ein Kickstarter. Und ist hier relativ untergegangen. Die Regel ist von Tentacle Town. Ich weiß, Hunter und Friends, die haben das, weil die Minis bei denen im Regal rumstehen. Tentacle Town. Worum geht's? Es ist so ein geiles Spielprinzip. Hier hinten ist auch so ein Comic drauf. Wir müssen Stadtbewohner quasi, also wir wollen Bürgermeister einer Insel werden, dazu holen wir unsere Stadtbewohner, bauen Häuser. Das Gemeine ist, dann wird die Insel immer wieder von so einem Tentakelmonster angegriffen und wer halt das Tentakelmonster am besten besiegt, wird Bürgermeister. Also es hat so ein bisschen was von, kennt ihr, hier, wie hieß das hier, der weiße Hai von Ravensburger, nur mit wirklich gutem Spielmaterial. Schauen wir uns mal das Spielmaterial an, weil das ist natürlich der Oberhammer. Und zwar fangen wir mal gleich mit dem geilen Zeug an. Das hier greift euch an. Das ist The Day of the Tentacle. Das heißt, diese Tentakelfiguren stehen die ganze Zeit auf dem Spielplan und die müssen bekämpft werden. Damit das Spiel funktioniert, hat jeder Spieler quasi seine Häuser und seine Häuser hier. Die Dorfbewohner gehören alle Spieler. Dazu kommen hier noch Custom Dice dazu, die wir würfeln. Dazu kommen so Harpunen, die brauchst du, um sie auf diese Leute zu werfen. Dann hast du noch Geld, dann hast du so Opportunity Cards, dann hast du noch hier eine Kartenauslage. Theoretisch hätte man da so Aufkleber drauf machen können, da habe ich die Finger von gelassen. Dann hast du hier Ressourcen, da gibt es nämlich Stein, da gibt es hier so Glücksdinger, da gibt es so Essen, was du dir aus dem Tentakel schneidest und so weiter. Und dann das Herzstück des ganzen Spiels ist der Spielplan. Weil du hast hier quasi eine Insel. So, ich mache euch mal den Spielplan in groß. Schauen, ob ich das hinkriege. So. Ja, sieht man ganz gut. Du hast diesen Spielplan und der hat drei Bereiche gibt es in diesem Spielplan. Und in jedem dieser Bereiche kannst du Aktionen machen, unterschiedliche. Und wenn du die machst, kannst du hier entweder Häuser setzen oder
hier Dorfbewohner einsetzen und so weiter. Und dann erscheinen hier halt auch wieder diese Tentakel, gegen die du kämpfst. Also es hat quasi Worker Placement, du hast ein bisschen Area Control, alles so ein bisschen gemischt. Was ich richtig cool finde, ist, um Punkte zu kriegen, brauchst du die Mehrheit in der Region, und zwar die Mehrheit der Dorfbewohner zählt für dich, aber dafür musst du die meisten Häuser haben. Der nächste Punkt ist, die Häuser baust du auf unterschiedlichen Ebenen, und die Häuser, die weiter am Strand sind, werden schneller kaputt gemacht als die, die da oben sind. Und darüber wird auch die Spieleranzahl getriggert. Wenn du mit 4 Spielern spielst, gibt es alle Äras. Wenn du zu dritt spielst, kannst du hier oben nichts setzen. Wenn du zu zweit spielst, kannst du hier unten nichts setzen. Das ist auch nochmal schlau gemacht, dass du halt auch nicht jede Aktion hier mehrfach ausführen kannst. Ja, und dann funktioniert es halt so, dass du hier entweder Siegpunktwertungen machst, dass du zum, oder dass du hier Siegpunkte für jedes Haus bekommst, wenn du folgende Rohstoffe abgibst. Also relativ klassische Regeln, und dazu kämpft man halt die ganze Zeit mit diesem Monster. Spielmaterial, Kickstarter üblich, Hammer. Klar, ist eine englische Version, aber ihr seht schon, Sprache ist da nicht so groß das Problem. Hier gibt es auch die Möglichkeit, diese Kämpfe mit so einem Drehteil zu machen. Du kannst aber auch eine Münze immer werfen, hast aber auch einen Würfel zum Kämpfen. Das kann man sich quasi aussuchen. Und es ist eigentlich ein total cooles Spiel. Und jetzt kommt's. Wir haben es gezockt. Ich zeige noch kurz die Anleitung. Also auch die ist gut gemacht. Also richtig, also das Artwork spricht mich total an. Das Material spricht mich an. Gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Ich mag Tentakel sowieso. Ich wollte so ein Tentakel Tuesday einführen. Jetzt kommen die Probleme. 60 Minuten Spielzeit. Boah, ich glaube, wir haben 90 Minuten gespielt. Das Spiel zog sich. Punkt 2. Es ist unglaublich random die ganze Zeit. Dieses Monster erscheint und erscheint und erscheint. Es ist viel zu viel Würfelglück. Es ist viel zu wenig Strategie. Es war überhaupt nicht belohnend, das Spiel. Im Gegenteil, andauernd macht dieses Monster alles kaputt. Mich hat es ein bisschen daran erinnert, wie wenn ich früher SimCity gespielt habe. Ich habe SimCity immer so vor mich hingespielt und irgendwann kommt so ein Erdbeben oder so ein UFO-Angriff und dann war alles kaputt. Und ich habe mir gedacht, was für ein grottenschlechtes Spiel. So ähnlich war es dort auch. Du versuchst was aufzubauen, aber dieses Monster schlägt eh die ganze Zeit zu. Es war, das Spielprinzip hat mechanisch nicht funktioniert. Schaut euch dazu gerne mal, wenn ihr es im Detail gucken wollt, die Review vom Dice Tower an, weil die Antwort, das schlechteste Spiel 2021 wurde es genannt, sagt eigentlich alles. Und ihm ging es da genauso wie mir. Ich wünschte, das Spiel wäre gut. Ja, ich wünschte, es wäre gut, weil ich das Material cool finde, weil ich das Artwork cool finde, das Thema finde ich gut, ich mag ja Area Control, ich mag Worker Placement, da ist eigentlich alles, es ist alles perfekt, und dann ist es doch ein grottenschlechtes Spiel. Von daher, falls euch Tentacle Town mal irgendwo auffällt, dann erinnert euch an mich, das Spiel ist Flop. Leider. Ja, ich mag Tentakel sowieso. Ja, zu Recht. So, und jetzt auch ein Spiel, was ihr vielleicht gar nicht zu Hause habt, wo ich euch vielleicht ein bisschen mit überraschen kann, weil ihr es wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Zettel habt, dass das Spiel was kann. Achtung, jetzt sind wir mal wieder beim Fast-Geheimtipp, nämlich Horrified. Das ist eigentlich schon kein Geheimtipp mehr, weil es schon viele Leute haben. Ich habe es extrem lange im Schrank gehabt, die ich jetzt vielleicht mal spielen sollen. Englische Version, kommt jetzt auch die neue Erweiterung gerade raus. Müsste eine Essen-Neuheit sein, müsste es in Essen geben, weil ich es gehört habe. Worum geht es bei Horrified? Wir kämpfen gegen die Universal Monster. Und ihr seht, es ist ein Ravensburger Spiel, obwohl es vorne gar nicht draufsteht. Das ist so ein typisches amerikanisches Ravensburger Spiel. Da kennt keiner Ravensburger so sehr. Da machen die das anders. Wir haben so einen Spielplan, schauen wir auch gleich rein. Und wir haben 7 so Monster-Miniaturen, wobei der Frankenstein und seine Braut zählen zusammen. Das heißt, es gibt 6 verschiedene Monster, die sich auf diesem Spielplan bewegen. So, ich sage jetzt mal Dawn of the Z-mäßig oder Zombieside-mäßig oder wie auch immer. Und man muss versuchen, diese Monster zu bekämpfen. Ist ein kooperatives Spiel, kann man aber auch schon mit einer Person
spielen. Und Spielmaterial, also die Minis, Leute, die sind nicht geil. Ja, also erwartet hier keine coolen Minis. Was ich richtig cool finde, ist die Warnung hier im Deckel. Und dahinter verbirgt sich der Spielplan. Der ist cool gemacht, Artwork-mäßig. Wir sind hier also in den klassischen Horror-Locations, also von in irgendeinem Camp, im Theater, im Museum und so weiter, laufen wir umeinander. Es gibt Monster, die können sich auch im Fluss quasi bewegen. Und wir müssen hier unterschiedliche Aufgaben lösen, um Monster zu bekämpfen. Die Monster haben so Monsterkarten, das ist zum Beispiel die Kreatur aus der Schwarzen Lagune. Hier müssen wir so ein Schiff auf dieser Karte von ihm bewegen und erst wenn wir das Schiff bis zum Ende bewegt haben, können wir überhaupt das Monster angreifen. So ist immer die Idee, die Monster kannst du erstmal nicht attackieren, du musst immer erst Fälle lösen und wenn das funktioniert hat, dann kannst du das Monster angreifen. Bei Frankenstein zum Beispiel ist es so, da muss man so Särge einsammeln und erst wenn du alle Särge gefunden hast, Frankenstein sage ich schon, bei Dracula, erst dann kannst du Dracula angreifen und so weiter. So funktionieren diese Monster. Dazu gibt es 7 verschiedene Monsterjäger, die haben jeweils eine Spezialaktion. Und dann gibt es hier noch so Dorfbewohner, die erscheinen immer mal wieder dazwischen und die möchten zu einer gewissen Location, wenn du sie zu dieser Location bringst, dann sind die quasi in Sicherheit und verschwinden wieder. Wenn du sie nicht zur Location bringst und ein Monster sie tötet, was relativ einfach passieren kann, dann kriegst du immer einen Schaden auf so einer Leiste und wenn der Schaden zu groß ist, dann verlierst du das Spiel. Dazu diese Monster-Minifiguren, wie gesagt, das ist billigstes Plastik, das sind keine Minis, die man sich dann auch bemalt, also hätte man auch mit Standys lösen können, mein Gott, sind halt so billige Plastikfiguren, bisschen Custom Dice und halt so ein Kartendeck, mit dem sich die Monster quasi bewegen. So, und dann würfelst du quasi, also du hast auch ein eigenes Bewegungsdeck und dann würfelst du quasi, wenn so ein Monster angreift, ein Ausrufezeichen, was war ein Ausrufezeichen? Ah ja, dann wird immer die Aufgabe, die letzte, wieder gelöst. Der hat so eine Spezialfunktion quasi, jedes Monster, wenn so ein Ausrufezeichen kommt und das ist zum Beispiel ein Schaden, den du dann nimmst. Und wie kämpfst du gegen die Monster? Ist relativ einfach. Jede Runde kommen auf den Spielplan neue Plättchen wieder ausgelegt. Die haben 3 verschiedene Farben. Die haben hier oben einen Wert, die haben ein Symbol und die haben einen Ort, an dem sie ausgelegt werden. Und die kannst du an dem Ort einsammeln, wenn du rumläufst und zum Beispiel dann an einem anderen Ort ausgeben, um zum Beispiel das Schiff zu bewegen. Dazu musst du zum Beispiel einen blauen legen, dann den gelben, dann den roten und so weiter. Das heißt, du sammelst diese Gegenstände die ganze Zeit ein. Und das ist das Spielprinzip. Du läufst auf dieser Karte rum, sammelst die Gegenstände, versuchst die Fälle zu lösen, gleichzeitig bewegen sich andauernd die Monster. Und was ich hier echt gut finde, also das Thema finde ich gut, das Artwork finde ich gut, das Material, bis auf die komischen Minifiguren, ja, ist echt gut. Was mir unglaublich gefallen hat, ist, dass es ist ein kooperatives Spiel und ihr kennt das, wenn man sowas solo spielt, dann heißt es ja gerne, ja, du musst halt 3 Monsterjäger spielen oder 2 Monsterjäger und dann kommt ein Automa dazu oder sowas. Die Regeln sind für eine Person exakt gleich wie für 4 Personen. Da ist kein Unterschied. Weil es keinen Unterschied macht, wie viele Geisterjäger rumlaufen, in Anführungszeichen. Weil du halt dann einfach mehr Monster zum Beispiel aufs Spielfeld stellst. Das Spielfeld wird nicht größer, die Aufgaben verändern sich nicht. Und das hat super funktioniert. Es ist sehr, 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 sehr gut ausbalanciert. Auch die Monster sind unglaublich vielseitig, weil die eben nicht alle, ja, hier musst du dies tun und dann beim anderen so leicht anders. Nee, auch die 7 Monsterjäger haben komplett extrem unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, dieses Spiel hat einen sehr, 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 sehr starken Wiederspielwert und hat ein Thema, was für Kinder funktionieren kann. Ja, natürlich ist das ziemlich gruselig, aber wir reden ja hier von den Universal Studios Monster. Also da gruselt sich hier keiner. Das ist so richtig schöner 60er-Jahre-Retro-Charme mit diesen Monstern und so weiter, die es natürlich auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gibt. Was weiß ich, wenn Frankenstein seine Braut trifft, wird was angetriggert. Bei der Mumie musst du so ein Rätselteil die ganze Zeit lösen. Also das ist schon, ja, ist ein richtig cooles Spiel. Auch hier wieder Prospero Hall, da gehe ich natürlich steil. Ich habe mir auch hier von dem Spiel nicht viel erwartet und wurde sehr, 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 sehr positiv überrascht. Die Sprache, ja, da ist viel Englisch dabei, aber auch hier, ich finde es nicht so schlimm, weil viel Ikonografie, viel Kartenziehen, viel mit Farben und Symbolen gelöst ist.
Wenn ihr euch vom Englischen nicht abschrecken wollt, ich weiß nicht, ob sie es auf Deutsch machen. Ich weiß nicht, ob es hier so einen Markt gibt für ein deutsches Horrified. Keine Ahnung. Ich wüsste, ja gut, Ravensburger, wenn sie die Lizenz haben, vielleicht bringen sie es wie der Weiße Hai auch nochmal auf Deutsch raus, irgendwie als ja, Horrified, als schrecklich. Keine Ahnung, wie es dann heißt. Oh, Schreck, lass nach. Ich habe es mir schon jetzt geholt. Ich war richtig überrascht, dass es so gut war. Würde ich mit Nichtspielern, glaube ich, relativ easy am Tisch zocken können, weil die Regeln sehr schnell erklärt sind, weil man sich sofort reinfindet, es nicht viel Spieloptionen gibt und trotzdem diesen hohen Wiederspielwert. Also, Horrified, machen wir es kurz, war im September. Top. Der Kidstock hat es gleich mal gekauft? Nee. Ja, die Sprachneutralität, das ist, die Karten haben schon relativ viel Text, muss man sagen. Und es gibt natürlich eine Ikonografie, aber nicht so viele. Dadurch, dass du es kooperativ spielst. Ja, du hast ja recht. Aber das liegt am Innenleben. Das Innenleben ist falsch in der Schachtel. Deswegen ist der Deckel falsch rum drauf. Der Vorteil ist, ja, wollte ich gerade sagen, Kidstock, dadurch, dass du kooperativ spielst, die Karte wird dir gezogen, dann kannst du sie einfach vorlesen für jeden. Das heißt, man muss sich da nicht merken, was auf der Karte steht und die andauernd nachlesen. Das heißt, du kannst das auch mit jemandem spielen, der kein Englisch kann. Auf jeden Fall. Das kannst du, erzählst du halt immer, was ist, dadurch, dass du kooperativ spielst. Aber ja, du kannst ja warten. Also Ravensburger wird es schon auf Deutsch irgendwann mal rausschroten. So. Ja, ein paar Spiele machen wir noch, solange ihr da Bock habt, oder? Ich habe hier noch eins. Da habe ich mir auch eigentlich nichts von erwartet. Und dann habe ich es geschenkt bekommen. Und ich meine, wie heißt es immer so schön, Geschenken-Gaul, schaut mal nicht ins Maul. Schaut mal, was ich geschenkt bekommen habe. Ein Flick of Faith habe ich geschenkt bekommen. Miraculous, also hier auch Spieleoffensive, B-Rex, habe ich freundlicherweise als Rezensionsexemplar geschickt bekommen. Und das Artwork finde ich erstmal ganz witzig. Hier die jungen Götter. Das Schachtelformat hat mich sofort wahnsinnig gemacht. Das passt bei mir überhaupt nicht. Es passt nirgendwo in meinen Schrank. Also so gar nicht vom Format her. Und ich habe mir dann schon gedacht, um Himmels Willen, wer macht denn so ein Format? Und die Antwort, warum das Format so ist, ist relativ einfach. Das liegt an der Spielmatte, die da drin ist. Und die braucht es auch. Die ist richtig gut gemacht, sehr, sehr hochwertige Spielmatte. Und die braucht es auch, weil es ist ja ein Schnipsspiel. Wir schnipsen quasi unsere Steine hier drauf. Es gibt vier Inseln, auf die wir schnipsen können. Oder wir können auch die Mitte treffen, um so eine Punktewertung auszulösen. Und dazu kann sich jeder quasi seinen Charakter dann aussuchen. Ich finde auch sensationell das Gesicht auf der Anleitung. Die Anleitung ist auch völlig übersichtlich. Also das ist ganz, ganz einfache Spielregeln. Ja, muss man sich keine Sorgen machen. Dann hast du diese ganzen Schnipssteine, was auf gut Deutsch einfach diese Holzdinger sind. Die gibt es in unterschiedlichen Funktionen und Größen. Dann spielst du deine einzelnen Götter. Hier quasi die Sonderfähigkeiten haben. Über das Geld brauchen wir nicht reden, das ist fürchterlich. Dann nehme ich halt Metallmünzen und dann gibt es hier noch so zusätzliche Karten und so Spezialmarker, weil jeder hat so andere Fähigkeiten. Und letztendlich geht es nur darum, das so zu flippen und zu schnipsen, dass man da Punkte macht. Das ist eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel. Und gleichzeitig hast du aber natürlich ein paar Sonderfähigkeiten. Was passiert, wenn du den da runter schnippst? Du kannst Städte setzen. Die Städte baust du gern mal so, dass du den anderen so ein bisschen davon abhältst, da reinzuschnipsen. Eigentlich ein ganz cooles Party-Trinkspiel, Schnipsspiel mit extrem gutem Material. Also wirklich diese Matte mit den Dingern und diese gute Verpackung mit dem sehr stimmigen Artwork haben mich tatsächlich total überrascht. Also ich würde euch, wenn ihr so ein Schnipsspiel sucht, man sieht es hier auch, also das Cover erzählt ja eigentlich schon die ganze Geschichte. Wenn ihr so ein Schnipsspiel sucht, und ich bin nicht so der Geschicklichkeitstyp, aber das ging easy, so von der Tischkante, zack, zack, zack. Flick of Faith, mal angucken. Ist jetzt kein neues Spiel, gibt es schon ein bisschen länger. Kommt auch eine Erweiterung tatsächlich.
Oder ist auch schon eine da auf Englisch? Vielleicht kommt die auch noch auf Deutsch. Muss man mal gucken. Ich habe mir die Englische noch nicht genauer angeguckt, wie sprachneutral die ist. Weil ich schon im Überlegen war, vielleicht hier, weil dann kann man sogar zu fünft spielen, stand drin. Was ich auch cool finde, weil das wäre so ein Party-Game. Das ging auch easy. Das geht schnell. Das baust du auf. Da steht 30, 40 Minuten. 20 Minuten. Zack, zack, zack. Und dann nochmal. Episches Battle. Wir schnipsen. Wir schmeißen den Tisch danach um. Ganz einfach. Flick of Faith, machen wir es easy. War unerwartet bei mir. Top! So sieht es aus. Es hört nicht auf mit den ganzen Sachen. Genau, Apokaschnipse heißt die Erweiterung, korrekt. Oh, da fliegen nochmal Biddies raus. Danke, Spritzi. Danke dir. Ciao, ciao. Schönen Abend. Danke fürs Reingucken. So, jetzt mache ich noch ein paar Spiele. Die kennt ihr alle schon. Also, aber die musste ich diesen Monat mal spielen. Weil diesen Monat haben die Jungs von den Brettspiel-Suchtis mir die Pile of Future Glory Challenge gestellt. Ich musste oder muss immer noch 4 Spiele zocken. 3 haben sie sich ausgesucht. Einer hat sich der Chat ausgesucht. Und die muss ich von meinem Pile bekommen. Deswegen habe ich ein paar Spiele gespielt, die sind durchaus Klassiker. Und wir fangen einfach mal direkt an mit einem. Geht jetzt ja, glaube ich, ganz schnell, weil kennt ihr alle schon. Ich habe Dune Imperium zum ersten Mal gezockt. Bin ich bisher nicht dazu gekommen. Asche auf mein Haupt. Jetzt endlich mal Dune Imperium. Ist jetzt ja keine Neuheit. Gibt es ja schon knapp ein Jahr, würde ich sagen. Unglaublich nah von den Mechanismen an Arnak dran. Also wir haben Worker Placement, wir haben Deckbuilding und so. Ich bin kein Fan vom Film, muss man gleich mal dazu sagen. Ich bin kein Fan vom Film. Das Spiel hat Laune gemacht. Ich mache es jetzt einfach mal easy. Also wir können ja kurz mal reingucken. Aber ich vergleiche es jetzt eigentlich nur mit Arnak. Weil das tut dem Spiel zwar nicht hundertprozentig gut, aber das ist am einfachsten zu erklären. Also das ist das Spielmaterial. Ja, recht viele Karten. Dieses Wasser, Spice etc. Zeugs. Und dann hat halt jeder so sein Startdeck und dann draftet er sich da Karten dazu. Und wir haben halt auch diese Konfliktgeschichten die ganze Zeit. Bedeutet, es gibt da so eine Kampfarena, in der wir quasi Soldaten entsenden können aus einer Kaserne heraus. Das ist hier unten, da hat da jeder seine Kaserne und entsendet die. Und dann kann man hier halt noch Kämpfe gewinnen und kriegt dafür halt jede Runde auch Punkte. Und ich finde es, sagen wir mal, ein bisschen komplizierter, komplexer als Arnak. Ich finde, Arnak ist der Einstieg deutlich einfacher gewesen. Das wäre für mich nichts, also gar nichts, was man mit Einsteigerleuten spielt. Die werden bei den Regeln wahnsinnig. Während Arnak geht gerade so, finde ich, wenn du gewiefte, frische Leute hast, die ein bisschen wach sind, geht das. Dune überfordert. Ich finde Arnak auch fluffiger. Ich mag das Thema bei Arnak mehr. Ich bin nicht so der Dune-Fan. Also Sci-Fi geht schon, aber Dune irgendwie, nee, ich bin halt ein Star-Wars-Typ. Ja, ich kann es nicht ändern. Sorry, ich bin Popcorn-Kino. Dune war mir zu verkopft alles. Und das ist auch mit dem Spiel so. Ich finde auch das Spiel kopflastig. Im direkten Vergleich, wenn man sagt, man darf nur eins dieser Spiele haben, würde ich jedem empfehlen, hol dir Arnak. Da machst du nichts falsch. Und ich bin auch kein Fan von Arnak, habe ich auch oft genug gesagt. Aber im direkten Vergleich ist Arnak auf jeden Fall besser als Dune. Besser, sieht man auch bei den ganzen Top-Listen, die gelaufen sind, bei den Nominierungen zu Spiel des Jahres, sonst irgendwelchen Sachen, Deutscher Spielepreis, was auch immer, ist Arnak vor Dune. So einfach ist die Welt. So. Ich für meinen Geschmack fand Dune einfach ein kleines bisschen zu kompliziert und damit auch nicht so belohnend wie Arnak. Hat mir weniger Freude gemacht. Aber, bevor es jetzt heißt, jetzt macht ihr da gleich einen Flop draus oder so, nö. Das ist ein gutes Spiel, würde ich auch nicht ausziehen lassen. Hat trotzdem Spaß gemacht und ist eine gute Abwechslung. Man kann ja nicht immer Arnak spielen oder so. Also von daher, das ist schon okay, macht schon Laune. Und es freut mich total, dass das auch auf dem Pile of Future Glory landen musste jetzt. Dass wir es mal gespielt haben, dass ich es mal verstanden habe jetzt, das Spiel, was es mir bringt und was es eben auch nicht bringt. Ich
wird's auch, ich behalte es auch und so weiter. Ich gebe diesem Spiel nur aus einem einzigen Grund jetzt eine schlechte Bewertung, weil ich unter Normalbedingungen, wenn ich nicht ein Verrückter wäre mit so vollen Schränken, es einfach rausschroten würde und Arnak behalten würde, weil ich Dune einfach nicht brauche. Aber weil ich mir denke, man kann halt mal, vielleicht kommt mal einer bei der Tür rein, der will ein Sci-Fi-Spiel und findet das Thema von Arnak kacke, dann freue ich mich über Dune, dass ich es noch im Regal habe. Denn ich finde es okay. Im Vergleich zu Arnak ist Dune leider ein Flop. Boah, Dune und Flop. So, jetzt gehen sie alle raus hier aus dem Chat, oder? Genau, das Gegenteil. Ja, Solo tatsächlich, muss ich sagen, geht Dune. Dune geht Solo ganz gut. Ich habe Arnak noch nicht Solo gespielt. Da habe ich ja hier noch die tolle Print-and-Play-Solo-Kampagne von Arnak. Lustigerweise liegt die gerade da, das wollte ich auch mir mal drauf schaffen. Ja, aber es ist lustig, dass ihr Dune besser findet. Wie gesagt, ich bin mit Arnak auch nicht hundertprozentig warm geworden. Ist, glaube ich, echt eine Geschmackssage. Wie gesagt, ich mag beide nicht. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich nicht der Riesenfan bin von so Deckbuilding. Und Card-Drafting mag ich ja auch nicht. Also ich bin nicht so der Kartentyp. Deswegen, glaube ich, bei beiden Spielen habe ich ein Thema. Ansonsten Worker Placement so geil, ja mega, Area Control geil, bin ich dabei so, und Thema Sci-Fi, Thema Indiana Jones bin ich dabei und so, aber irgendwie ja, irgendwie nicht meins, aber ist kein Problem, wir schauen mal auf was anderes. Weil ich habe noch was anderes bekommen für ein Pile of Future Glory. Und auch wieder Worker Placement. Auch ein Klassiker. Und jetzt wirklich ein Brett. Also jetzt geht's mal richtig ab. Die Rede ist von Underwater Cities. Nicht wundern, hat hier eine Katsche, weil da so ein hässlicher Aufkleber auf der Packung war. Wer auch immer das macht, ich wollte ihn ablösen, habe das Ding kaputt gerissen. Underwater Cities. Diese Packung ist voll bis zur Oberkante, also wirklich bis zur Oberkante. Warum? Weil ich natürlich die Erweiterung auch habe, die Dual-Layer-Boards, das ganze Material eingepackt. Jetzt geht die Schlacht ab. Wie funktioniert Underwater Cities? Wir haben hier so einen zentralen Spielplan. Der ist beidseitig, je nach Spieleranzahl. Da können wir außen hier so Aktionen antriggern auf dem Spielplan quasi. Wenn die belegt ist, dann kann die natürlich kein anderer belegen. Und was ich hier ganz geil finde vom Mechanismus her, dass du halt eine Karte dort ausspielen musst, die quasi auch zur Funktion des Ortes passt. Also du kannst zwar auch eine Karte einfach so spielen, aber du kannst quasi auch hier wieder so Ketten bilden. Spielst du die passende Karte zum passenden Ort, kriegst du quasi zwei Sachen. Und jetzt muss ich dieses ganze Zeug hier rausnehmen. Das ist echt der Wahnsinn, was da alles drin ist. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Das ist dein Playerboard, mit dem du spielst. Auch hier wieder. Das Ding ist beidseitig Dual Layer. Achtung, gibt es nur in der Erweiterung. Ja, das ist nicht Grundspiel, das ist mit der Erweiterung. Dann kriegt es, empfehle ich auf jeden Fall allein für das Board, weil das ist echt goldwert. Die anderen Sachen habe ich schon raus. Also das normale Board ist hier schon gar nicht mehr drin, sondern hier schon diese Dual Layer Boards. Und hier baut man jetzt quasi an seiner Underwater City. Und damit haben wir hier diese coolen Plastikdinger da. Ich kann das ja mal hier so machen. Da baut man hier so Kuppelstädte, baut dann neben diesen Kuppelstädten so Versorgungseinheiten, baut Straßen dazwischen, die man hochlevelt und so weiter. Also hier lustiges SimCity-Gebaue, aber das Ganze über einen Worker-Placement-Mechanismus, auch über ein bisschen Deckbuilding. Und wow, also da muss man, also reinkommen in dieses Spiel. Ist eine Aufgabe. Ist eine Aufgabe, muss man sagen. Also da musst du schon nüchtern sein. Das macht man mal nicht schnell nebenher. Erklär mir mal schnell die Regeln, sondern pff. Aber wenn du da drin bist in diesem Spiel, dann spielt sich das so richtig gut runter. Also ich war wie in so einer Trance, in so einem richtigen Flow in diesem Spiel und habe das runtergesuchtet und es hat mega
mega, mega, mega Laune gemacht. Und was ich hier auch wieder so gut finde, geht sehr gut allein, geht gut, sind Tunnel, danke, keine Straßen, sorry, ja, sind Tunnel natürlich. Und es geht so super gut von der Hand, plus es geht toll alleine, toll zu zweit. Achtung, 40 Minuten je Taucher steht da. Und das ist natürlich das Problem. Das zu viert heißt bei 40 Minuten, ihr könnt ja im Kopf rechnen, heißt, das ist nicht mal, die Anzeige stimmt auch nicht. Da bist du 4 Stunden wahrscheinlich beschäftigt oder 3,5 Stunden, wenn du die falschen Spieler hast. Das heißt, Underwater Cities, boah, nicht unbedingt in einer großen Gruppe, außer es sind wirklich Spieler, die zackig einen runterdonnern können. Ich würde sagen, zu zweit eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ich finde Solo gut und auch hier wieder Spiele mit Worker-Placement-Mechanismus, die man alleine oder zu zweit spielen kann, sind rar. Von daher absolute Empfehlung. Ich habe mich lang einfach an diesem Spiel vorbeigemogelt in meinem Regal. Ich habe es halt geholt, weil so viele gesagt haben, dass es gut ist, aber mir war es zu. Also es sah mir alles zu, ich muss vor allem dann auch die Anleitung, das muss ich alles lernen. Und dann auch die lange Spielzeit, dann habe ich mir mal ein Regelerklärvideo angeguckt. Danach habe ich es immer noch nicht richtig gekonnt. Inzwischen weiß ich, wie das Spiel geht und das ist nicht so kompliziert, wie ich dachte. Von daher, wenn ihr mal mit mir am Abhängen seid und wollt ein Spiel lernen, dann können wir gerne Underwater Cities zusammen zocken, bringe ich euch sehr, 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 sehr gerne bei. War eine mega Empfehlung von den Brettspiel-Suchtis, denn das Spiel hat unglaublich Spaß gemacht, Punkt. Ich weiß gar nicht, ob es das auch irgendwie online als Online-Umsetzung gibt, das wäre sowas, das glaube ich, würde ich auch mal nachts mal schnell auf dem Handy gerne eine halbe Stunde zocken. Also Underwater Cities, auch mit dem geilen Material von der Erweiterung, richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Und jetzt muss ich sagen, ich habe es aus Versehen gekauft. Ich habe nämlich die Erweiterung gekauft, weil die so günstig irgendwo war und dachte, ich kaufe das Grundspiel. Dann kam die Erweiterung und dachte ich mir, oh nee, scheiße, jetzt habe ich eine Erweiterung. Na gut, da kaufe ich halt auch das Grundspiel. Und so kam Underwater Cities überhaupt in mein Regal. Ich wollte es eigentlich nicht, weil es mir eigentlich zu kompliziert war und ich wusste auch nicht, in welcher Spielerunde ich spielen soll. Jetzt habe ich es gezockt und finde es großartig. Punkt. Es gibt nichts anderes über dieses Spiel zu sagen, außer, dass ich es mega, mega gelungen finde. Ein unverbrauchtes Thema, witziges Material. Wenn man es verstanden hat, gar nicht so komplizierte Regeln. Underwater Cities. Top. Zwei Daumen hoch. Ja, der Chat feiert ab. Boah, 3 Stunden. Ja. Er ist schon hart. Wenn man so ein Downtime-Johnny ist, auch so wie ich. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Kidstock noch da ist. Kidstock, wenn du noch da bist, jetzt, glaube ich, schaltest du gleich aus. Denn, warum schaltet Kidstock jetzt aus? The Pile of Future Glory Teil 3. Ich habe auch ein drittes Spiel noch zum Spielen aufgetragen bekommen und auch das habe ich gezockt. Und natürlich handelt es sich um Village von Inka und Markus Brandt. Zunächst mal die Story zum Spiel Village. Ich habe mir das Grundspiel gekauft und war damit total glücklich. Dann sagte die Meeple Queen, ich habe mir das Grundspiel Village von der Meeple Queen gekauft. So ging es los. Denn sie hatte jemanden gefunden, der die Port-Erweiterung hatte. Der hat es aber nur mit Grundspiel zusammen verkauft. Deswegen hat sie mir das Grundspiel verkauft. Da hatte ich das Grundspiel. Dann habe ich jemanden gefunden, der auch eine Port-Erweiterung verkauft, aber auch nur mit Grundspiel. Also habe ich die Port-Erweiterung mit Grundspiel von dem gekauft und habe mein Village weiterverkauft. Und dann hat der Selçuk sein Village mit Port und In-Erweiterung verkauft, auch nur als Bundle. Das ist die Selçuk-Version. Meine Village- und Port-Erweiterung ist bei mir im Online-Flohmarkt rausgegangen. Also das heißt, dieses Spiel habe ich 3-mal getauscht und dann doch nie gespielt. Und hier Village mit allen Erweiterungen, also Port und der In-Erweiterung, also das volle Programm. Auch hier, es ist ein Worker-Placement-Spiel. Was das Spannende ist, ist eigentlich der Friedhof, muss man ja fairerweise sagen. Das finde ich mit das Spannendste an dem Spiel. Heißt,
irgendwann stirbt dir deine Generation weg und liegt dann gegebenenfalls hier auf dem Friedhof. Aber bevor die auf dem Friedhof liegen, kommen die hier ins Geschichtsbuch. Und da bringen die dir eben halt noch Siegpunkte. Und das ist ein richtig schönes Thema, zu sagen, ich habe nicht unendlich meine Worker, sondern irgendwann verschwinden die. Und man sieht schon, das Material hört hier einfach nicht auf. Du hast halt diese ganzen Spielpläne, die du drüberlegen kannst, für die ganzen Erweiterungen, was da unterschiedliche quasi Spielmechanismen gibt. Und dann gibt es die Schiffe und so weiter, hier auch mit dem Seldschuk-Gummi und so weiter. Und jetzt schauen wir mal hier in diese Tüten rein. Dann hast du hier diese Aktionsmarker, sind ja keine Rohstoffe, die legst du quasi, die ziehst du immer jede Runde und die ergeben quasi, wo du an welchem Feld jetzt eine Aktion machen kannst und so weiter. Und dazu noch hier, was haben wir jetzt hier noch? Was fehlt denn noch? Achso, hier natürlich dein eigener Spielplan, den jeder quasi vor sich hat, so seinen Bauernhof, wo er seine Rohstoffe sammelt. Aber es ist wirklich Worker Placement, Reinkultur. Es hat unglaublich viele Aktionen, die du austriggern kannst, viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen. Du kannst Handwerk erlernen, du kannst dir quasi einen Pflug herstellen, um quasi mehr Getreide herstellen zu können. Also das hat jetzt, wenn ich es so erzähle, hat so ein bisschen was als wäre es ein Rosenberg-Titel, ist es ja Gott sei Dank nicht. Es ist da deutlich, deutlich fluffiger. Von den Erweiterungen, oh, Leute, schaut da, seid da vorsichtig auf dem Gebrauchtmarkt. Boah, ist das Zeug teuer. Heieieiei. Also, Grundspiel, klar. Das ist auch nicht so schwer zu kriegen. Die Erweiterungen sind die, die schwierig zu kriegen sind. Die Port-Erweiterung ist, glaube ich, die spannende. Die Inn ist die teure, die ist aber gar nicht so spannend. Also ihr kommt auch ohne die klar. Aber Port solltet ihr euch holen, weil die ersetzt diese komischen Reisedinger da oben. Die finde ich im Grundspiel auch ein bisschen lame. Mit der Port-Erweiterung wird das Reisen ein kleines bisschen cooler. Und Village, ich bin ein Worker-Placement-Fan. So, habe ich jetzt mehrfach gesagt. Und Village ist halt Worker-Placement at its best. Hat so ein bisschen Orleo-Charakter auch. Ich mag das, wie gesagt, dass die sterben, dass man die auch strategisch nutzen kann im Sterben, um sie quasi dort in diese Chroniken einzupuzzeln, solange da noch Platz ist und das Spiel ist zu Ende. Wenn am Friedhof kein Platz mehr ist, dann ist Village zu Ende. Das ist gewagt in dem Thema, hat sich aber ausbezahlt, dass sie ja den Spielepreis gewonnen haben. Und Village, egal ob Kidstalk es cool findet oder nicht, die Meeple Queen feiert es ab und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch richtig gut. Kidstalk, ich bring's dir bei, wenn du Bock hast, wenn wir uns mal das nächste Mal treffen. Ansonsten, Village, ganz klar. Top. Ja, ihr habt es im Regal, zwei Erweiterungen. Genau, das Spiel ist mit der Meeple Queen. Ja, also ich finde Village echt gut. Also wenn du Orleo gut findest zum Beispiel, dann kannst du auch Village zocken und so weiter. Also fand ich ganz gut. So, ich habe noch 5 Spiele. Ja, die kriegen wir noch runter, oder? Machen wir die 5 noch und dann machen wir doch vielleicht heute noch Feierabend irgendwann. Erstmal was Einfaches. Fangen wir doch mit was mit Easy Peasy an. Ich war nämlich eingeladen auch beim Würfelbecher zur großen Onitama-Weltmeisterschaft und ich habe kläglich verloren. Und hier ist natürlich Onitama, das habe ich nämlich diesen Monat auch nicht zum ersten Mal gespielt. Onitama habe ich schon öfters gespielt gehabt, aber die Erweiterungen. Und ich wollte euch einmal Onitama zeigen, weil es eigentlich ein ganz cooles Game ist. Reines Zwei-Personen-Spiel. Das ist jetzt die Verpackung mit allen Erweiterungen. Was haben wir drin? Wir haben eine Spielmatte, die ist sehr überschaubar. Wir spielen also auf diesem 5x5er Feld. Jeder hat hier Figuren stehen. Das ist auch relativ einfach, was wir da stehen haben. Wir haben so einen Sensei da stehen, plus dann noch hier so unsere Schüler quasi. Und das ist unser Dojo. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu gewinnen. Wir gewinnen, wenn der Sensei auf diesem Feld des Gegners landet, dann haben wir gewonnen. Oder wir gewinnen, wenn der Sensei des Gegners quasi schachmatt gesetzt ist, also quasi getötet ist. Jetzt nicht so kompliziert.
wie bewegt man sich? Und das ist jetzt ja das Spannende. Man bewegt sich über solche Karten, die einem ansagen, schwarz ist jetzt quasi die Figur. Und jetzt könnte ich diese Figur, wenn ich möchte, zum Beispiel nach rechts versetzen. Das geht. Oder nach links oben. Ich kann diese Figur nicht nach links unten setzen, weil hier kein Platz ist. Wenn sie hier stünde, könnte ich sie nach links unten setzen. Und jeder von uns hat zwei von diesen Karten. Und wenn er eine benutzt, dann dreht er sie und legt sie quasi dem Gegner hin. Der hat auch zwei Karten. Der benutzt seine und zieht sich die zurück. Das heißt, wir spielen die ganze Zeit mit fünf Karten, die wir im Kreis drehen. Und dadurch hast du diese taktische Komponente zu wissen, wann kommt der dran. So, und jetzt gibt es da zwei Erweiterungen zu. Es gibt die, wie heißt die eine Erweiterung? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es gibt eine hier mit diesem Windgeist tatsächlich. Da kommt hier noch eine zusätzliche Figur dazu, die beide Spieler benutzen können. Und dann gibt es noch die zweite Erweiterung, die ist einfach nur more of the same. Da kommen einfach nochmal mehr von diesen Bewegungskarten dazu, dass man einfach mehr Varianz in der Bewegung hat. Und die Bewegungskarten, die würde ich euch in jedem Fall empfehlen. Das ist ja ganz cool, wenn ihr dieses Spiel oft genug zockt. Dann holt euch die Bewegungskarten mit dazu, um da Varianz zu haben. Dieser Naturgeist, der ging uns beim Spielen auf den Sack. Auf einmal fing an, dass dieses Spiel mega, mega langatmig wurde. Also das Spiel ist eigentlich schnell gespielt. Also wenn du Schach lahm findest, das Spiel spielst du ja in 10, 15 Minuten. Ja, hast du einen und dann spielst du noch eine Runde, noch eine Runde. Mit diesem komischen Luftgeist hat es auf einmal ewig gedauert, macht das Spiel nur lang, Finger weg. Also es gibt die zwei Erweiterungen, die eine mit den Karten ist einfach more of the same, kann man machen. Die andere macht das Spiel unnötig kompliziert, würde ich nicht empfehlen. Es kommt, glaube ich, zum Spiel auch, oder schaffen es nicht ganz zum Spiel, aber es ist schon wieder die nächste Erweiterung angekündigt. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Das ist also Onitama, komische Spielpackung. Irgendwie kriege ich die noch nicht richtig zu. Nervt ja hier wie Hölle. Was mache ich denn da schon wieder? Achso, weil er hier, der Johnny hier auf einmal so viel Platz braucht. Schauen. Muss ich anders rollen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man natürlich auch tot denken, im Sinne von, du kannst halt 7 Züge im Vorfeld denken, aber das ist ja bei Schach auch der Fall. Ich bin jetzt kein sehr, sagen wir mal, kein sehr guter Schachspieler. Ja, Schach ist so nicht so meins. Von daher, wenn man da eine Alternative sucht, ein schnelles Schach mit vielleicht einem coolen Thema, Onitama, da auf jeden Fall mal angucken. Kriegt bei mir aber, weil diese Erweiterung ziemlich unnütz ist, kriegt die Erweiterung ein schlechtes Ergebnis. Das Grundspiel ist über jeden Zweifel haben, kann man sich kaufen. Diese Erweiterung mit dem Wind, ganz ehrlich, das ist Flop. So sieht's aus. So, was sagt ihr? Haif ist auch eine Schachvariante. Ja, natürlich. Seldschuk ist ein Ehrenmann. Ja, Seldschuk hat mir einen sehr guten Preis gemacht. So, sagen wir jetzt nicht laut, aber für das ganze Bundle kriegst du manchmal nicht mal Grundspiel mit einer Erweiterung, muss man sagen. Und in dem Zustand, wo du es hattest, definitiv, also Ehrenmann mit Autogramm, da sind sogar noch deine Wichsflecken quasi auf dem Spielplan drauf gewesen, vor Freude. So, 4 Spiele habe ich noch, dann mache ich noch ein Kinderspiel. Passend zur Uhrzeit noch ein kleines Kinderspiel, was gespielt war im September, nämlich Looney Quest habe ich gezockt. Hat den gewonnen. Ein französisches Spiel. Looney Quest. Mal wieder ist der Karton falsch zusammengebaut. Sehr schön. Okay, also Looney Quest. Wie funktioniert das? Das ist quasi ein Computerspiel als Brettspiel. Jetzt habe ich es echt 5-mal im Kreis gedreht. Und zwar, wir haben da so ein Poster dabei. Ja, Anleitung. Easy peasy, wenig Seiten. Man spielt es im Schachteldeckel tatsächlich. Das brauchen wir so als Unterlage. Und dann tun wir mal das hier raus. Das sind die einzelnen Levels, die wir zocken. Dann gibt es hier so eine Plastikfolie. Ich habe noch nicht alle von denen benutzt. Plus hier so eine Unterlage. Dann gibt es eine Sanduhr. Dann gibt es so Bonus-Level-Teile und diese Markerstifte. Und wie funktioniert das? Es wird hier so ein Level eingelegt. Man sieht das hier so. Da gibt es jetzt hier ein Startfeld.
Dann wird hier geschrieben, was musst du machen? Du musst eine Linie machen, die bringt Siegpunkte. Du musst die Punkte einsammeln, du darfst aber nicht die Gegner berühren. Du musst jetzt eine Linie zeichnen, die quasi hier diese Dinger einsammelt, vielleicht das Teil auch noch. Dann hier nicht die Bombe erwischt, hier kannst du noch ein Bonusteil abdingseln, hier musst du noch vorbei und dann hier ins Ziel. Nee, von hier geht's los, Entschuldigung, von oben geht's los, sorry, dann runter ins Ziel. Darfst auch nicht die Wand erwischen, bringt alles Negativpunkte. Jetzt sagt dir sicher, na, ist ja easy, gib mir einen Stift, das male ich dir hin. Jetzt kommt der Gag, das liegt in der Mitte und du hast vor dir einen durchsichtigen Spielplan und da malst du das mit dem Stift freihand in der Luft auf. Und dann wird der am Ende draufgelegt und geguckt, wie nah bist du dran. Das ist quasi das Spielprinzip. Hat so ein bisschen was von diesem Dive, falls ihr euch erinnert. Und das spielt man halt in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, in unterschiedlichen Level, sammelt da Punkte, sammelt auch Power-Ups. Hier läuft die Siegpunktleiste quasi in der Schachtel rundherum, sammelt, wie gesagt, so Power-Ups, kann dem Gegner auch mal was reinwürgen, zum Beispiel, dass der nicht auf einer weißen Unterlage malen darf, sondern auf einer dieser hier und da ist es deutlich schwieriger zu puzzeln und so weiter. Ein richtig witziges, auch sehr, sehr unverbrauchtes Spielkonzept. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn man Kindern als Alternative für eine Spielkonsole ein Spiel gibt, was eine Spielkonsole nachmacht. Sieht man ja gerade bei Lego diese Super Mario Sachen, wo du sagst, als wird das, dann erinnere ich ein Kind nur dran, dass Spielkonsole geiler ist als Lego, übertrieben gesprochen. Das Spiel hat meinen Kindern Spaß gemacht. Mir jetzt auch Spaß gemacht. Das ist relativ schwierig, muss ich fairerweise sagen. Aber ich finde das Artwork witzig. Es war auch nicht sehr teuer. Spielzeit easy. Kinder können es alleine spielen. Allerdings, und jetzt kommt's, fällt's trotzdem bei mir durch. Warum? Sie haben am falschen Ende gespart. Die scheiß Stifte, die da drin sind, die sind so grottenschlecht. Ich habe mir hier aus so Clever oder keine Ahnung aus Just One oder so, habe ich mir dann diese Stifte rausgeholt. Klar, die kann man kaufen, aber hier sind 6 Stifte dabei, die sind alle kacke. Die sind so kacke. Nee, die schreibt zu fest, du kannst sie nicht weglöschen. Wenn ich ein Spiel mache, wo es darum geht, dass ich mit dem Stift drauf malen kann, dann kann ich da noch nicht da Stifte reinpacken, die nicht funktionieren. Das ist einfach Failure by Design. So, also völlig verkackt, klar, kann man sich nochmal extra kaufen. Hätte ich mir gewünscht, dass da der Hersteller einfach von vornherein weiß, oder haben wir einen Fehler gemacht, da sind scheiß Stifte dabei. Kein Problem, packe ich dir da geile Stifte noch dazu. Ja, der Händler, der es verkauft, der legt da einfach noch ein paar geile Stifte rein. Nee, die lassen die grottenschlechten Stifte drin. Da wollte ich das Spiel schon wegschmeißen, dann habe ich meinen Sohn in den Keller geschickt, dass er uns mal gescheite Stifte holt und dann hat das Spiel Laune gemacht. Also, das Spiel an sich kann man mit seinen Kids spielen, völlig okay, sprachneutral, macht ein bisschen Laune. Die Stifte, ganz ehrlich, gespart am falschen Ende, den habt ihr euch verdient. Flop. So, was haben wir denn? Ist wieder ausgezogen. Ja, hat man auch irgendwann durchgedingselt. Ausgezogen, ist witzig. Ach, die Yoga-Hose. Die Yoga-Hose. Ja, die Monatsquest mit der Yoga-Hose. Ich bin eigentlich ganz froh, ich mache da schon keine Werbung für, wenn die nicht zustande kommt. Fällt euch da was auf? Komm, 3 Spiele haben wir noch. Jetzt haben wir noch ein Kinderspiel. Ich mache euch nur das Geräusch mal von diesem Kinderspiel. Die Rede ist von Coole Kühe, das vermutlich coolste Kartenspiel mit Kuhwitzen. So. Eieiei. Also ich meine, die Verpackung aus der Hölle, wenn du ein Brettspielregal hast, aber natürlich witzig in so einer Milchtüte. Regel überschaubar. Dazu haben wir dieses komische Mu-Teil da. Ja, Schnauze. Dann haben wir hier so 3 so Markerlies. Man sieht, da ist schon wieder fast nichts drin. Und ein Satz Karten. So. Ich mache mal die Karten auf. Worum geht's? Eigentlich ein ganz schönes Kinderspiel. Es gibt Grundkarten in Hintern, Gesicht und so einem Mittelteil. Und eine Kuh besteht natürlich mindestens aus Gesicht und Hintern, aber ich kann die natürlich auch verlängern.
So, und so baue ich vor mir meine Herde. Und es gibt Sonderfunktionen, dass ich eben auch gemischte Kühe machen darf, die nicht reinrassig sind. Wenn ich eine Kuh habe, kann die auch mal einen Kalb bekommen. Und so spiele ich also quasi meine Karten aus. Und dazwischen gibt es so Sonderfähigkeitskarten, wie zum Beispiel hier. Ich kann ein Mittelteil von einem Gegner entfernen oder ein Kalb von ihm quasi töten. Oder einer kann sich so einen Joker einpuzzeln als Hintern. Der passt dann zu jedem Vieh. Und da ist halt auch jede Karte anders gestaltet. Lustiges Artwork, ja, also eigentlich ganz nett. Ich habe es mit meinen kompletten Kindern gespielt, also auch mit dem kleinen Sohnemann, der ist jetzt 6,5, gerade so in die Schule gekommen, weil steht ja fast nichts drauf auf den Karten, das kann man erklären, die Farbe sagt immer an, was man macht, also das heißt, man muss das eigentlich nicht lesen können. Eigentlich ein ganz cooles Spiel, von der Idee her cool, da war es, eigentlich ein ganz cooles Spiel. Aber jetzt kommt's, und das findet man auch im Netz. Es ist halt 100% Glück, leider. Das Spiel hat, es ist, du ziehst halt Karten nach und wenn du nicht die passenden Karten hast, legst du nicht aus. Und wenn du die passenden Karten hast, dann legst du aus. Sprich, es ist so wenig Strategie dabei, eine Karte zu spielen oder nicht zu spielen, dass es eigentlich ein reines Glücksspiel ist. Also damit auch Vollgas ein Kinderspiel. Und was am meisten nervt, ist dieses Teil, weil das ist so unterrepräsentiert im Spiel, dass der extra beigelegt, dass man einen Kuhhandel machen kann. Und man denkt sich ja, geil, Kuhhandel ist ja ein geiles Spiel. Nur wenn du das Ding machst, ja, dann muss jeder eine Karte auf seiner Hand seinem linken Nachbarn weitergeben. Warum soll ich das machen? Ich soll von mir eine Karte abgeben, krieg random irgendeine zurück. Ich kann doch auch eine Karte vom Stapel nehmen, die ist da auch random. Also warum soll ich denn mit allen tauschen? Das hat im Spiel so gut wie nie Sinn gemacht zu machen. Und damit eigentlich dieses ganze tolle Material, was dabei ist, vollkommen verschenkt, sieht im Regal geil aus, kauft man vielleicht. Aber eigentlich ist es nur so ein Kartenspiel, 100% glückslastig, so glückslastig wie Lama, ja, von der Idee her. Schade, schade. Also ich mag ja Kuhhandel total gern. Ich dachte, das ist vielleicht ein Kuhhandelsspiel, was auch meine Kinder wollen. Das Artwork sieht cool aus, Verpackung ist ganz nett, kostet auch wenig Geld. Aber muss ich leider sagen, hätte ich vorher ein bisschen mich genauer informieren müssen, ist sogar für meine Kinder zu glückslastig. Die haben es danach leider auch nicht geil gefunden. Heißt, coole Kühe ist nicht cool, sondern ein Flop. Ja, natürlich habe ich den Streamtag-Quest hoch angesetzt, weil ihr bisher jede Quest geschafft habt. Jetzt wollte ich mal den Anspruch ein bisschen höher setzen. So sieht es aus. Genau, Kuhhandel, Massam wins. Ja. Also ich bin, wo ist mein Kuhhandel? Sieht man das hier? Man sieht es nicht. Das steht hier da, wo man es jetzt nicht sieht. Ich habe ja immer noch ein uraltes Kuhhandel aus den 90ern. Ich spiele es weiterhin sehr, 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 sehr gerne. Wenn du die richtige Runde hast, ist Kuhhandel ein tolles Spiel. Ich brauche nicht Massam. Ich verstehe aber, warum du es gut findest. Ich kann es auch ohne spielen und feier's ab. Das ist, glaube ich, eine Geschmackssache. In jedem Fall, Kuhhandel ist geil. Punkt. So, finde ich ein tolles Spiel. Mag den Mechanismus. Auch wenn es ja, wenn es komisch ist, diese 1000 und die 40 Punkte, aber du kannst ja Set Collection machen, wenn du 2 oder 3 Tiere hast, dann verdoppelst du oder verdreifachst du ja und dann wird es richtig, richtig lustig. So, 2 Spiele haben wir noch. Ui, die sind ja beide jetzt aus der Spieleoffensive, sieht jetzt aus wie Sponsored Posting. Ach ja, fangen wir mit was noch an. Für ein Kids Dog habe ich noch ein Spiel hier. Nur für dich, Kids Dog, nämlich Dice Hospital. Wobei das jetzt gar nicht die spieleoffensive Version ist, das ist die englische Version, die hatte ich schon ein bisschen länger. Gibt es auch auf Deutsch, vorher in der Schmiede, jetzt halt bei der spieleoffensive. Dice Hospital, das heißt, es geht darum, die Würfel sind krank, man sieht sie auch, hier liegen sie auf dem Brett und müssen geheilt werden. Und die Würfel sind gar nicht glückslastig, also gar nicht so sehr, sondern in diesem Spiel sind sie quasi Patienten und der Würfelwert zeigt an, wie krank sie sind. Man sieht schon, wenn man die Anleitung durchblättert, ei, das Spiel ist ein bisschen komplexer, ja, weil man ist ja auch ein Arzt. So, hier habe ich die deutsche Anleitung schnell genau ausgedruckt, weil wie gesagt, Englisch. Wie funktioniert es? Wir haben unterschiedliche Worker.
Die Farbe gibt an, was die können. Also das ist einfach eine normale Krankenschwester, Chirurgen, sonst irgendwas. Wir bekommen in der Auslage immer mal wieder neue Krankenhausangestellte, die wir uns dazu holen können. Das finde ich thematisch schon richtig cool gemacht, dass die hier diesen Security-Pass haben. Und die haben dann, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier so einen Kardiologen sich holt, kriegt man einen roten Miepel, mit dem man jetzt, den man jetzt einsetzen kann. Und dieser rote Miepel hat jetzt eine Funktion. Wenn der einen roten Würfel heilt, kann er noch einen anderen Würfel einer beliebigen Farbe auch mitheilen um denselben Wert. So. Und so haben die alle unterschiedliche Funktionen. Die holen wir uns quasi sukzessive mit in unser Krankenhaus. Das ist schon mal ganz cool. Und hinzu kommt, dass wir natürlich auch ein Krankenhaus vor sich haben. Jeder Spieler hat sein eigenes kleines Krankenhaus. Das sieht so aus. Da hat man hier seine ganzen drei Schwestern drin stehen zum Beginn des Spiels. Und hier gibt es die einzelnen Stationen. Und man bekommt halt auch, wenn man möchte, immer wieder neue Teils dazu, baut die dann dran und hat auf die Weise quasi im Krankenhaus mehr Stationen, wo man Leute behandeln kann. Die Würfel kommen hier hin. Das sind dann immer die Unbehandelten und wenn sie behandelt sind, schiebt man die einfach runter. So, dazu haben wir hier eine coole thematische Siegpunktleiste. Auch die sieht mega aus. Natürlich hier unten der Rundenanzeiger ist dann so ein Drehregler. Also das ist vom Material her, das ist schon Krankenhaus. Also du fühlst dich schon so ein bisschen im Krankenhaus. Du kriegst Blutplasma, was du einsetzen kannst. Manchmal stirbt einer, muss ins Krematorium. Dann hast du hier noch so Sonderfunktionen, je Runde, die passieren. So funktioniert erstmal das Spiel. Man hat auch diese Spritzen hier als Scoring-Anzeiger und so weiter. Hier gibt es nochmal irgendwelche Aufgaben, die wir quasi verdeckt bekommen und so weiter. Also da geht es richtig ab und obendrauf natürlich, man fragt sich, hä, wo sind denn eigentlich die Würfel? Da sind die Würfel, die gibt es in unterschiedlichen Farben. Und wie funktioniert das jetzt? Jede Runde kommen einfach neue Patienten. Es sind immer drei je Krankenwagen. Die werden nach ihrem Würfelergebnis da drauf gelegt. Dann kann man sich entscheiden, welchen Krankenwagen man nimmt. Es hat Vorteile, die Schwerkranken zu nehmen. Dann kriegt man einen kleinen Bonus. Es hat natürlich auch Vorteile, die nicht so Schwerkranken zu nehmen. Weil dann geht es einfacher, die zu heilen. Heilen heißt immer, dass man den Würfelwert erhöht. Und sobald man die über 6 hinaus würfelt, kommen die quasi auf die Entlassung und bringen uns dann Siegpunkte. Also Klischee, Klischee, Klischee. Aber macht tatsächlich unglaublich Laune. Also hat viel Spaß gemacht. Wir hatten vorhin ja Viral auch. Da finde ich, kommt das Arztthema nicht so durch. Ja, da hast du nur diese blöden Area-Control-Viecherchen da, Viren. Hier muss ich sagen, fühlt es sich schon an, Leute zu heilen, vor allem wenn du jemanden nicht heilst, weil du gerade keine Schwester zur Verfügung hast oder ähnliches, dann wird der halt kränker und wenn er dir stirbt, macht er dir halt negative Punkte und so weiter. Ein Krankenhausspiel halt, mit Würfeln. Ich habe es halt auf Englisch gekauft, als ich es gekauft habe, gab es noch nicht auf Deutsch. Das ist nicht schlimm, weil super sprachneutral, aber ganz ehrlich, jetzt gibt es es auf Deutsch. Also wer da Lust drauf hat, ich finde, das ist ein recht cooles Krankenhaus-Würfeleinsatzspiel. Es sind halt keine Custom Dice, also für die Würfel-Vetischisten. Es ist halt ein großer Sack mit Würfel, die sind aber alle, die sind halt in drei Standardfarben. Das ist nicht das Geile dran. Der Rest ist aber echt ganz gut gemacht und in der Kickstarter-Version hast du auch noch echte Krankenwägen, wo du die drauflegst und so weiter. So das ganze Bling-Bling drumrum. Ja, wird sehr teuer auf dem Markt verkauft. Das normale Spiel ist auch schon teuer, weil Würfel immer teuer sind. Aber ich fand Dice Hospital eigentlich ein durchaus cooles Game. Ja, und jetzt bin ich kein Arzt. Wir werden jetzt gleich mal Kidstock fragen, wie er es fand. Aber ich muss sagen, Dice Hospital, definitiv eine Empfehlung, war bei uns top. Na jetzt, Fernando, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Kidstock, genau. Schreibt es bitte der Spieleroffensive bei der Bestellung rein, dann kriege ich nochmal wieder was geschenkt. Ja, guck mal nach einem guten Preis. Also ich zock's auch gern mit dir, aber ich behalte Dice Hospital tatsächlich. Ich werde das noch ein paar Mal zocken. Ich fand das nicht verbraucht. Das Artwork ist so Themepark-mäßig. Ich finde cool, dass du dir Worker rekrutierst. Ich finde cool, dass du deine Krankenhausfähigkeiten ausbaust. Ich finde cool, dass du dir überlegen kannst, welche Patienten bist du behandeln und so weiter.
Das ist schon ganz schön. Und man kann es super auch mit mehreren Leuten spielen. Man kann es alleine zocken, glaube ich sogar. Ich habe es mir in Solo-Modus gar nicht angeguckt. Muss ich mir vielleicht auch mal Solo reinziehen. Also, genau. Und jetzt gehen wir zum finalen Abschluss. Komm, ein Spiel habe ich noch. Auch hier muss ich fairerweise sagen, ich habe das gerade auch als Geschenkexemplar geschenkt bekommen, aber das Spiel hier, ich habe es jetzt doppelt, habe ich selbst gekauft. Ändert hier eh nichts, weil meine Meinung ist nicht davon abhängig, ob mir einer ein Spiel schenkt oder nicht. Ich wollte es nur immer ganz transparent dazu sagen. Und zwar ist es so ein Azul-artiges Spiel, was wir gezockt haben, und zwar Mandala Stones aus dem Kobold Verlag, also auch Spieleoffensive. Und ja, was kann Mandala Stones? Erstmal kann es auch hier wieder eine ziemliche komische Packung haben, wenn ich mich richtig entsinne. Wo? Genau, wo einfach noch Platz ist, aber es geht. So, wie funktioniert's? Es gibt diesen zentralen Plan. Ich rutsche das mal so ein bisschen. Es gibt hier diesen zentralen Plan. Und auf diesem Plan liegen so Häufchen an Chips aus. So, da liegen die jetzt halt alle. Und zusätzlich, ja, passt jetzt schon, also die müssen wir jetzt alle verteilen. Und zusätzlich gibt es hier solche Worker quasi. Die stehen hier so auf den Feldern. Das ist dann quasi der Aufbau von dem Spiel. Ihr müsst euch das jetzt quasi vorstellen, dass das alles aufgefüllt ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich stelle mal den dahin, so, jetzt bin ich zum Beispiel dran und bewege den hierhin beispielsweise. Jetzt darf ich mir alle Steine nehmen, die dieses Symbol haben. Das wäre jetzt dieses und dieser Stein. Aber den darf ich mir nicht nehmen, weil der grenzt an einen anderen Worker an. Das heißt, jetzt dürfte ich mir nur den Stein nehmen. Und so geht es immer. Man holt sich also Steine und die legt man hier auf diese Felder. Man muss die immer wieder auf ein neues Feld legen. Und diese Felder haben unterschiedliche Siegbedingungen, wenn du sie abräumst. Hier abräumen heißt immer, alle, die dieselbe Farbe oben haben, kommen jetzt weg. Das heißt, wenn ich hier einen gelben Stein oben habe und hier einen gelben, dann werte ich jetzt zum Beispiel hier für jeden unterschiedlich hohen Stein kriege ich Siegpunkte. Hier kriege ich Siegpunkte, je nachdem wie hoch der Turm war. Hier kriege ich Siegpunkte, wenn die Farben unterschiedlich sind und so weiter. Und so laufe ich auf dieser Siegpunktleiste quasi umher. Und zusätzlich, damit es nicht ganz eintönig ist, gibt es hier noch so verdeckte Aufträge, für was man quasi extra Punkte am Spielende bekommt. Das ist das ganze Spiel. Also das ist ein überschaubares Spielprinzip, überschaubares Material. Man merkt, es ist sicher ein bisschen Azul getriggert gewesen, so ein abstraktes Spiel zu machen. Ich finde diese Mandala-Steine erstmal, die können was, die sind sehr hochwertig, die sind bedruckt in dem Säckchen. Da ist auch ordentlich was. Also das sind richtig, richtig viele von diesen Steinen. Das ist schon schön so. Ich finde diese Dinger fürchterlich, weil das ist echt so günstige Billigpappe. Hätte ich mir gerne einen Karton gewünscht. Es ist wenigstens hinten schwarz bedruckt, nicht ganz so schlimm, aber ich verstehe nicht, warum wir hier einen Kartonspielplan haben und da so eine labbrige Pappe. Auch hier kurze Empfehlung, den Dice Tower gucken. Da gab es ein Video, Spiele, wo sie die Spielregeln verändert haben. Ach so, hier übrigens, das ist quasi dann der Rundenmessanzeiger, der dann ansagt, wann die Runde zu Ende ist, quasi. Oder das Spiel zu Ende ist. Genau. Und zwar One Game with One Annoying Rule. Und hier ist die Annoying Rule, dieses Steine aufnehmen. Da gibt es so eine Regel, in welcher Reihenfolge du die Steine aufnehmen darfst und dann auf dein Feld setzt. Und die Antwort ist, es macht das Spiel so unnötig blöd, dass du dich da rumspackst, dass einfach die Empfehlung ist, scheiß auf diese Regel, nimm die Steine in der Reihenfolge, wie du willst, auf und sortiere sie dir nur was um und dann leg sie dir hin. Weil sonst ist der Downtime-Johnny, der dreidimensional sich dann durchrechnet, wann nehme ich denn welchen Stein, jetzt nehme ich erst den und bla, weil ganz ehrlich, nimm sie so, sortiere sie dir, mach dir einen Haufen, fertig. Ja, macht es nicht so kompliziert, das hat das Spiel nämlich gar nicht verdient, dass man da so kompliziert rangeht an dieses Mandala Stones. Ich habe es mit meiner Frau gespielt, mit der ich ja auch sehr gerne Azul oder sowas spiele, die mag solche Spielchen oder Sakrada und solche Sachen.
Sie war durchaus sehr begeistert, wollte direkt noch eine Partie. Mich hat's abgeturnt. Also ich fand's total wenig Spiel. So, ich finde Azul, gerade die dritte Version, ist fordernd, wenn du dich drauf einlässt und spielt sich trotzdem schnell runter. Ich fand das hier nicht so fordernd, irgendwie, aber ich kam gar nicht rein. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe haushoch auch verloren. Irgendwie bin ich in dieses Spiel nicht richtig reingekommen. Das ist jetzt mein Erstfazit. Ich werde das noch ein paar Mal mit meiner Frau zocken. Ich habe es nämlich nur einmal gespielt. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist mein Erstfazit. Und das ist, muss ich natürlich auch hier so fair sein, ist bei mir immer noch ein Flop. Aber, wie gesagt, ich weiß, dass das Spiel ein bisschen mehr kann. Also werde ich es noch ein bisschen zocken. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen schlechten Einstieg gehabt. Ich habe freundlicherweise ja von den Jungs hier noch Mandala Stones geschenkt bekommen. Das wird es nächsten Monat zum Beispiel bei mir in der Verlosung geben, plus noch ein paar andere Sachen. Weil ich finde es nicht, ich verschenke das jetzt nicht in der Verlosung. Ich sage, jetzt will ich die Grütze rausschroten. Es ist ja nicht so schlecht. Punkt. Es hat mich nur am falschen Fuß erwischt. So einfach. Und ich finde ganz cool, jetzt lese ich gerade hier, der Minimaler Fredel wollte es auch sofort wieder verkaufen und jetzt funktioniert. Ja, das Inlay Sucks, ja, also schwierig zu sagen, ist jetzt gut, ist jetzt schlecht. Ich bin da nicht gut aus dem Spiel rausgegangen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt Bock habe, gleich nochmal eine zweite Runde zu spielen. So, das war das Ding. Also ich bin da raus, dachte mir, oh nee, komm, lass mal weg, lass mal was anderes noch zocken. An dem Tag, glaube ich, haben wir sicher dann danach noch ein anderes Spiel gezockt, weil das Mandala Stones ist ja schnell runtergespielt, so in 20 Minuten, würde ich sagen, mal wieder. Aber ich wollte es halt einfach nicht sofort nochmal. Und ich weiß auch nicht, wie viel Wiederspielwert es hat. Ich glaube, am selben Tag haben wir Saikatsu oder so gezockt. Das kann natürlich deutlich mehr dann wieder im Vergleich. Muss mal gucken. Material ist cool. Wie gesagt, gibt es bei mir nächsten Monat in der Verlosung. Ich habe auch die Jungs von der Spieleoffensive bald hier. Dann können wir über solche Sachen auch mal reden. Jetzt haben wir dann doch 2,5 Stunden Spiele durchgedonnert. Ich wollte jetzt ja dann als nächstes noch Lego spielen. So, das war auf jeden Fall schon mal, ich mache mal hier für dieses YouTube-Video auf jeden Fall die Abmoderation. Da werden wir gut schneiden müssen, damit sich das einer anguckt. Aber das war mal so der Überblick, was wir im September gezockt haben. Auch der Dank nochmal an alle hier im Chat, die mitgemacht haben. Ihr müsst noch nicht ausschalten, der Twitch-Stream ist noch nicht zu Ende. Wir verabschieden uns nur, in Anführungszeichen, von den Leuten, die auf YouTube zugeguckt haben. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich wie immer ein paar Danksagungen rauslassen. Denn tatsächlich ging es heute im Vorfeld richtig ab von dem Stream. Und deswegen einfach mal hier, der Spritzi hat gecheert, der Daniel, die Mrs. QL, der Kosmonik, Marioke 85, Mipelinchen, Kidstock Speed, Minimaler Friedel, Bibi Baller, alle Kohle rausgehauen. Dann neue Followers, Rhein 69, Sibale und jetzt Subscriber und Resub im September. Krass, Gundermann, meint extra. Brispen, Cyrus, March, Bibi Baller, der Funky Thomas, Akapfi, der Billthrower, Branzi, Ingmar und natürlich war halt auch deswegen, weil der Frim einfach mal wieder völlig krass hier einen rausgehauen hat. Also heute ging es richtig ab. Freut mich, dass ihr bei einem Brettspielthema, auch wenn es ein bisschen improvisiert war, so lange durchgehalten habt. Auch jetzt immer noch sehr viele Leute im Chat. Sehr cool. In diesem Sinne erstmal für alle bei YouTube. Habt viel Spaß im Oktober beim Zocken. Habt viel Spaß auf der Spiele in Essen, wenn ihr dort seid. Passt auf euch auf. Glaubt nicht jeder Herbstneuheit, die gehypt wird, ob sie wirklich gut ist. Schaut auch die Sachen, die ich jetzt gut oder schlecht fand, euch nochmal ganz genau an. Und dann habt ihr wahrscheinlich so für die kalte Winterzeit nochmal was zu tun. Und jetzt kommt der Spieleleiter in die Video-Abmoderation einfach nochmal kurz mit einem Raid rüber. Das ist der Bedankungsraid, nachdem wir bisher jeden Montag immer zu ihm rübergegangen sind. Und da fliegt schon sein Logo. Ich sage jetzt erstmal zu den YouTube-Leuten Tschüss und dann kümmern wir uns um den Spieleleiter. Also, YouTube, Tschüss! So, hallo Spieleleiter, ja grüß dich. Heute habe ich es endlich mal lange durchgezogen, damit ihr mal rüber raiden könnt. Ihr habt wahrscheinlich euch gedacht, wo bleibt denn der Basti heute? Aber dadurch, dass wir heute kein Talk-Format hatten,
haben wir heute tatsächlich mal über Brettspiele gesprochen. Ihr habt jetzt 2,5 Stunden verpasst. Ich habe über 20 Brettspiele, die liegen jetzt hier alle durcheinander am Boden, in die Kamera gehalten und erzählt, was ich davon halte. Habe ich alles im September gezockt. Das jetzt gerade rum müsst ihr euch also dann auf YouTube nochmal im Afterstream angucken.